So, willkommen zu diesem kleinen Tutorial. Dieses Tutorial ist eigentlich primär gedacht für den lieben Herrn Blackbox für die DC6. Wir sind heute auch in der DC6 drinne. Im Gegensatz zu den anderen Videos machen wir das hier relativ simpel. Also die Engine Trust Einstellung und Co. überlassen wir eigentlich heute primär den Ethical Engineer, also letztendlich quasi den automatischen Engineer, den PMDG mitgegeben hat, also eigentlich quasi so, wie PMDG gedacht hat, wie man den Flieger fliegen soll. Ich habe mich versucht, ihn bei der Book zu fliegen, auch mit den Tabellen. Das funktioniert mit der DC-6 hier nicht so gut, da ist er nicht sehr gut simuliert in dem Bereich. Da gibt es immer wieder ein paar Probleme. Dementsprechend. Die Maschine steht jetzt hier gerade in München. Ja, die hat gerade ihren Flug gestern Abend noch gemacht nach München. Ich bin gerade am Überlegen, wohin die Route heute uns führen wird. Ich habe überlegt, wir machen einen ganz kurzen Sprung und wir fliegen mal eben nach Frankfurt. Das ist halt wirklich, also München, Frankfurt, ein ganz kurzer Hopser. Wir sehen schon hier, die Maschine ist schon vorbereitet. Hier die vordere Einstiegstür ist bereits bereit. Darüber wurden früher nicht die Passagiere primär eingestiegen. Das war primär Eingang für die Ingenieure. Die Triebwerksstände sind auch noch anmontiert, also die Maschine wird noch geprüft, aber die Passagierbrücke ist schon dran. Wir gehen mal hier rüber ins Cockpit. Ich habe mal das Fenster aufgemacht, die kann man hier einfach über die roten Hebel öffnen. Die sollten auch beim Ensignstart auch offen sein, einfach deswegen, weil normalerweise der Pilot bzw. der Co-Pilot mal rausgucken, um beim Starten der Triebwerke gucken, wie oft drehen die sich denn, weil die Propeller müssen sich erstmal ein paar Mal drehen, um hauptsächlich Benzin und Öl, was sich in den unteren Zylindern, hier unten Sternmotoren, sammelt sich über die Zeit sehr viel Öl und Benzin an. Das kann zu einem sogenannten hydraulischen Lock führen. Bedeutet, das ist einfach wirklich wie ein letztendlich eine Hydraulik Systemleitung letztendlich. Und wenn man versucht, Flüssigkeiten zu komprimieren, das funktioniert nicht gut. Und dann blockiert der Motor. Das ist immer ein ganz riesiges Dilemma. Das soll das weit verändern. Einmal dreht, dann wird das Öl überall mal verteilt. Deswegen sind die Fenster mal offen, auch rauszugucken, zu gucken, drehen sie sich, laufen sie richtig an und das obligatorische Clear Pop rauszuscheinen. Selbes halt auf der Nachbarseite. Wir sehen hier jetzt auch alles offen. Die DC-6 ist ausgelegt für eigentlich drei Leute. Wird auch im Normalbetrieb auch mit drei Leuten geflogen, in regulären. Deswegen gibt es auch hier diesen Flight Engineer Sit. Aber man kann es auch zu zweit fliegen oder halt im Fall des Simulators auch alleine. Ich habe hier das Clean Cockpit drauf. Mit Umschalten F2 kann man hier das Zusatzmenü aufmachen. Da kann man dann auch hier sagen, ich hätte mal ein bisschen oldschool-mäßig, dann sieht das Ding halt mal so aus. Aber das ist halt alles nicht zu verwenden. Die ganzen alten Com-Panels, wie sie früher halt verbaut wurden, ADF-Empfängers, Volume Controllers und Co., das wird heutzutage nicht mehr so verwendet. Deswegen gleich auch das hier keine aus. Hier kann man auch einstellen, hat man verschiedene GPS-Systeme verwendet. Ich habe hier zum Beispiel das Flight One GTN 650 installiert. Man kann auch die Default-Varianten verwenden. Wir haben auch Bendix Radio, bei kein GPS. Auch eine sehr interessante Weise, das zu fliegen. Engine Damage empfehle ich für den Anfang nicht. Auch der Autopilot kriegt es hobbymäßig hin, beziehungsweise der automatische Ingenieur, die Triebwerke hobbymäßig mal abzubraten. Realistisch gesagt kann ich empfehlen, macht immer wieder Spaß. Ein Triebwerk macht immer Zicken. Carburetor Icing habe ich an, Carburetor Fail habe ich aus. Disconnect Silent Sound, das ist halt, wenn man einen Autopilot drin hat. Wir haben also hier eine Art Mikro-Autopiloten drin. Voilà, das muss der hier rein. Wenn man so einen Autopiloten drin hat, da hat man immer so das Riesendilemma. Sollte man die Batterie entscheiden, sonst hört man es nicht. Der ist halt nicht so wirklich ein Autopilot, wie wir ihn jetzt kennen. Also er simuliert hier in dem Fall wirklich eher den Microsoft Flugsimulator Autopiloten, PMDG Autopiloten, sondern nicht wie der regulär ist. Also so wie der sich verhält in der Real-Life-Maschine wird er nicht sein. Dafür ist der hier zu modern definiert. Was der Sound quasi hier ausschaltet, wenn wir jetzt hier zum Beispiel den Hebel runter machen, wenn wir hier diese drei warm bimmeln. Notification ist halt primär für den Flight Engineers, den haben wir hier rüber. Den AFE States, der definiert quasi, was wir machen. Der zeigt dann immer um an, was er gerade so macht. Restliches Autopilot Engagement kann man einfach auch mal wieder nicht. Hier kann man auch noch ein bisschen einstellen, wie laut die Sachen sein sollen. So.
Was haben wir hier noch im Cockpit? Wir gehen mal ein bisschen so durch, was wir hier haben. Was ich eingeschaltet habe, die Marker-Sounds, also Outer-Marker, Inner-Marker, habe ich auf High gesetzt, damit ich die höre. Die Maschine ist relativ lahmarschig, dementsprechend kann man das halt so ein bisschen nutzen, um sich so ein bisschen zurechtzufinden. Wir gehen durch das Instrumentenpanel einmal durch. Das ist so unser erster Abschnitt. Wir haben hier einen Speed Indicator, der ist schon in den Noten, also das ist nicht Meilen, das ist wirklich schon Knoten. Der Doppeldial-Zart bedeutet, die erste Dial-Runde geht quasi bis hier 230 Knoten rum. Und sobald man über diesen Punkt einmal rüber ist, zählt der innere Ring. Also man sollte schon wissen, wie schnell man fliegt und ob man schon mal eine Runde rum hat. Das gibt sonst ein Dilemma. Wir haben hier auch einen Höhenanzeiger. Kleine Besonderheit, er hat drei Anzeiger. Also wir haben hier quasi eine normale Höhe. Hier zeigt er zum Beispiel die Höhe an von 3310 Fuß irgendwas. Dieser kleine Zeiger bewegt sich mit. Bedeutet, wenn er einmal eine volle Runde rum hat, bewegt sich dieser Zeiger auf die 1, dann haben wir auch 10.000 Fuß, 20.000 Fuß, geht er hier auf die 2 und entsprechend weiter. Was wir hier haben, ist natürlich unseren Artificial Horizon. Etwas klassischer als bei den meisten Maschinen. Kann man hier auch nochmal einstellen von der Höhe, ob er so sauber sitzt. Turn Bank Indicator. Wir haben hier vom VOR Localizer System den Kursdreher. Hier kann man den Kurs quasi noch fein eindrehen. Hier haben wir noch unseren Navigationsdisplay. Zeigt auch nochmal die VORs an, welche ich nur sie zeigen hat, aber der ist quasi Navigation-mäßig festgedreht. Bedeutet, hier kann man den nicht verdrehen, weil den kann man ganz gut als Kreiselkompass missbrauchen. Hier haben wir den AEF-Kompass. AEF ist auch immer ganz praktisch. Hier haben wir auch nochmal Kompassrose, Gyro-Kompass. Wohin fliegen wir eigentlich? Climb und Descent. Und dann hier Outer Marker, Inner Marker. AEF-Indicator. Also relativ einfach und simpel. Hier haben wir nochmal einen Entfernungsanzeiger zur VOR-Station. Hier ganz unten Radio-Com-Panel. Wenn ihr kein GPS habt, ist hier auch zusätzlich noch der Transponder. Rotor Injection komme ich später zum Takeoff mal kurz zu reden. Das ist halt bei Hochleistung, müsste ich einfach noch mit Wasser gekühlt werden. Dann haben wir hier den Unschirmbereich, das ist der Triebwerksmanagement-Bereich. Ich werde nachher im Video so zum Ende noch eine kleine Szene reinschneiden, wo ich mal kurz auf diese Trust-Einstellung gehe. PP-Einstellung, da gibt es ein riesiges Dokument zu. Habe ich mal angelegt vor Ewigkeiten. Ich würde da mal kurz zeigen. Ja, die ganzen Einstellungen sind für den Flug jetzt erstmal nicht relevant sein. Zum Ende hin gehen wir dann durch diese Theorie-Dokumente einmal durch in Ruhe. Bedeutet, wer sich das antun möchte, wirklich mal bei seinem Bug fliegen will, der guckt quasi bis zum Ende. Wer sagt, er will es einfach nur fliegen, weil er es Spaß hat, das mal zu fliegen, der reicht jetzt hier der Anfang. Relativ einfach aufgeteilt hier einmal BMP, das ist also auch eine Leistungsanzeige, das ist quasi, wie viel Leistung bringt das Triebwerk in dem Moment gerade. Alles, was im grünen Bereich ist, okay, alles im gelben Bereich wird unschön, roter Bereich und im zweiten roten Bereich ist ganz unschön. Dasselbe haben wir auch beim Manifold Pressure. Hier haben wir einmal Manifold Pressure normaler Betriebsbereich bis etwa 49 Manifold Pressure. Dann haben wir die erste rote Linie. Das ist der Mito-Bereich. Das ist quasi die Linie, sollte man nicht überschreiten außerhalb von Takeoff. Und Takeoff-Leistung geht bis hoch 60. Sollte man aber auch nicht länger als 2-3 Minuten drin sein. Das zerstört die Triebwerke hobbymäßig. Dann haben wir nochmal eine RPM-Anzeige für jedes Triebwerk. Jeweils zwei Dials. Hier die ganzen Zylinder Head Temperatures. Hier haben wir Water Pressure für die, wie gesagt, die Wasserkühlung. Da gehen wir nachher noch drauf ein. Wie gesagt, ist hauptsächlich, wenn man einen regnerischen Tag hat, Schlechtwettertag, dann wird noch ein bisschen mehr Leistung von den Triebwerken benötigt. Dann werden die Triebwerke auch relativ warm. Dann reicht die Luftkühlung nicht mehr aus. Und dann wird sogenannte Water Injection genutzt. Also wir haben auch einen Wassertank an Bord. Dann werden die Triebwerke wirklich aktiv mit Wasser gekühlt. Das hält auch nicht lange. Das wird auch an der Seite der Maschine ausgestoßen letztendlich. Dementsprechend nicht so effektiv. Hier haben wir dann die Quarter Area. Hier sind einmal die Fuel Tank Selectors. Die Maschine hat, muss man Fuel Management machen. Wie gesagt, da gehe ich auch noch mal ganz kurz zum Ende hin. Das wird gerade der erste Bereich sein, Fuel Management. Weil wir haben Alternative und Main Tanks.
grundlegende Regel ist einfach abheben und landen auf Main Tanks, Cruise Flight auf Alternative Tanks. Da muss man immer gucken, die Alternative Tanks sind immer nicht gleichmäßig befüllt. Also wir haben jetzt hier mal ein Beispiel. Die äußeren Tanks sind halt ein bisschen voller gefüllt mit 26 Pfund, 26.000 Pfund Treibstoff und die hier nur mit 21.000 Pfund, die äußeren. Bedeutet, man schaltet dann irgendwann auf die Alternators um und die inneren werden früher leer sein. Da muss man dann so ein bisschen Tankmanagement machen. Bedeutet, dann schaltet man irgendwann den Punkt erreicht, dann ist dieser Tank quasi fast leer. Dann schaltet man zum Beispiel folgende Konfiguration. Wir sind auf Alternator, jetzt haben wir kurz beide die Tanks innerweise sind fast leer. Man schaltet dann hier die Crossfeeds ein und dann kickt man die Tanks, leckt das hier raus und dann läuft man quasi nur noch auf die äußeren Alternate Tanks, bis die leer laufen und dann schaltet man meist auf die Mains um. Dafür sind diese ganzen Schalter da. Wie gesagt, da gibt es einen richtigen Fuel Management Plan, auch wirklich schön bebildert, wann man was verwenden soll. Gehe ich auf den Ende nochmal kurz ein. Hier sind die Thrust Tables. Was wir hier haben, ist der Reverser Hebel. Bedeutet, die Propeller sind in der Lage, auf eine Reverse-Stellung gebracht zu werden und wirken damit als Triebwerksleistungsreverser. So, derselbe Spaß geht hier drüben weiter. Dann haben wir hier wieder nochmal BMP-Anzeige. Wieder für jedes Triebwerk gibt es eine BMP-Anzeige, Fuel Flow Anzeigen, Außentemperatur, Flaps Indicator. Wichtig ist eigentlich nur Flaps 20. Flaps 20 ist eigentlich so heutzutage bei der DC-6 die Standardeinstellung. Alle weiteren Flaps-Einstellungen kommen so gut wie gar nicht mehr vor. Außer bei extrem Shortfield Landings, dann brauchen wir wirklich Full Down. Die DC-6 ist eigentlich jetzt ein Vorteil über die Jahre gekommen. Einmal, sie ist ein Retroflieger, zweitens, wir haben jetzt Jet-Zeitalter, bedeutet, die Runways sind bei weitem länger, als was sie ursprünglich waren, als die DC-6 entwickelt wurde. Bedeutet, die Maschine hier ist noch für Runways ausgelegt, die maximal 1000 Fuß lang sind. Das sind hier noch Entwicklungen aus Zeiten der 1930er, 40er Jahre. Die DC-6 ist auch ein Kind dieser Zeit. Sie basiert auf der DC-4 Design. 1938 war die, glaube ich, rausgekommen. Der Unterschied zur DC-4 ist, dass sie im Gegensatz zur DC-4 ihre Druckkabine bekommen hat. Die DC-4 hat ihre Druckkabine ja nicht bekommen wegen des Zweiten Weltkrieges. Noch relativ wenig DC-4s haben ihre Druckkabine bekommen, beziehungsweise auch nachgerüstet bekommen wieder. Und sie ist ein bisschen länger und ein bisschen für höhere Payloads ausgelegt und hat ein bisschen leistungsstärkere Triebwerke bekommen. Also so ein bisschen durch den Krieg hat sie profitiert. So, auf der Nachbarseite für den Co-Pilot, man sieht auch die schöne Linie. Weil der Co-Pilot hat nicht viel zu sagen und hier ist seine Grenzlinie. Quasi alles, was hier rüber ist, das gehört der Kapitän, beziehungsweise den Flight Engineer, da hat der Co-Pilot gar kein Wort drüber und solche verschiedenen Short-Seiten. Da haben wir die Zeiten halt. Wir haben halt Fuel Pressure Indicators, Oil Pressure Indicators, Oil Temperatures, Carburetor Areas. Er hat hier auch die Engine Fuel, Oil Pressure Warning, also Leistungs-Switches deswegen, damit er halt die halt kontrollieren kann. Das ist halt sein Aufgabenbereich. Er hat auch die Landing Gear Indicators. Das ist ja gleich. Hier in der oberen Area haben wir die Notfallhebel. Da funktionieren auch nicht alle. Also hier ist Hydraulic Compartment zum Beispiel. Die sind nicht aktiv. Wir haben nur die hier aktiv. Das sind die Emergency-Hebel für die Triebwerke. Die killen quasi den Fuel Flow zu den Triebwerken. Das ist aber jetzt noch nicht die Feuerlöscher. Was die aber machen, sobald einer dieser gehoben ist, oder zum Beispiel beide, man zieht an einen dieser Hebel hier, Left Cycle, Right Cycle. Wir haben zwar so zwei Feuerlöscher-Buttons an Bord, links und rechts jeweils. Kann aber auch, gerade der linke Button kann auf so einem Triebwerk Nummer 4 verwendet werden. Das funktioniert. Eigentlich nicht so gut gesehen, aber man kann es halt machen. Sobald einer der gezogen ist, man zieht an den Hebel, wird das Feuerlöschgas quasi in dieses Triebwerk reingegangen, wo der Notfallhebel gezogen ist. Was wir hier oben haben, geht's weiter in den U-Bahnlampen. Hier drüben ist eigentlich nicht viel zu tun. Das ist ein Fire Detection Warning System primär und Löschsysteme für die Heaters sowie Cockpit Temperatur. Dasselbe hier drüben, das ist eigentlich hauptsächlich Enteisung und Cabin Temperature Control. Da braucht man eigentlich auch nicht viel machen. Die sind relativ gut eingestellt. Da passiert auch nicht viel. Also, zumindest die DC-6 simuliert es nicht. Was wir hier oben haben, wird es interessanter. Hier haben wir einmal Static Air Vent, Stromansauger, Anti-Icing Fluids, Anti-Icing Fluid Level, Water Fuel Level, Hydraulic Levels. Also war die Reservoir. Da haben wir hier hinten Oil Temperature für die Gearboxen, Treibstoffanzeigen, Alternator Tank, Main Tanks, Landing Lights, die Kühlklappen und den Supercharger. Supercharger braucht man eigentlich erst so auf Flughöhe 180, da fliegt man relativ selten.
So haben wir hier einmal die Preservation-Kontur, hier ist die Cooling-Turbine, also Klimaanlage. Cabin Difference Pressure, aktuelle Höhe, also quasi nochmal Höhenunterschied. Supercharger, halt für die Kabine auch hauptsächlich gesagt, um Druck aufzubauen. Hier kann man so einen Kabinendruck einstellen, der ist auch relativ schnell eingestellt. Da kann man die Flughöhe, die man fliegen will, zum Beispiel jetzt hier, sagen wir mal, für die Flugfläche 200. Da schafft die DC-6, dann wird die Kabine einfach auf dem Bereich pressurisiert. Das funktioniert natürlich auch relativ automatisch. Hier drüben nochmal Manifold Pressure, eine Hilfsanzeige für Triebwerk 1 und 2, die halt hauptsächlich für die Hydraulik zuständig sind. Und halt Amperemeter, hier kann man nochmal die Kabinentemperatur einstellen, zum Beispiel auf 75 Grad. Die läuft auch wohlgemerkt unabhängig vom Triebwerk, bedeutet, jetzt sagen wir, wir haben draußen jetzt freezing temperatures. Dann kann man hier einfach mal rübergehen, macht man den Master Heater on, Cabin Heater und Airfoil Heater. Was dann passiert ist, es geht quasi ein kleiner Motor an, das ist quasi in den Flügel, ist nochmal so ein ganz kleiner Standheizung quasi verbaut und die heizt dann. Also die funktioniert komplett unabhängig von Triebwerken her. Man sieht auch hier, die Temperaturanzeige geht hoch, warum, der schaltet dann auch hin. Die kann man mit einem Klick rausnehmen. Also eigentlich ganz witzig. So, was man hier noch hat, das Lichtkontrollen, also hier hat man überall noch Instrument Lights, kann man ein bisschen mit rumspielen. Sind alle einklickbar, dann gehen sie ein und aus. Wir haben Wing Lights, wir haben Beacon Light, wir haben Position Light, wir haben normales Steady Position Light, also rot, grün bleiben konstant an oder Flashing. Das ist die eigentlich, wirst du jetzt überhaupt, dann blinken halt die Navigation Lights. Ganz witzige Geschichte. Fast Seatbelt Light und Emergency Light, die Emergency Lights mit den No Smoke jetzt kombiniert, wohlgemerkt. Zusammen ist aber noch erlaubt, ob in so Schmauken. Hier für die Eingangstür im Cockpitbereich haben wir auch noch Lichtschalter. Treibstoffpumpen, Haupttreibstoffpumpen und alternative Notfallpumpen. Inverters vom DC Wechselstrom Gleichstrom haben wir hier. Triebwerksstartsystem, Primer, Boost, Magnetschalter. Letztendlich die Sparkplugs, also quasi Zündkerzen. Generatoren. Der Triebwerke, wir haben vier Triebwerke, vier Generatoren. Ground Power Battery on und hier natürlich auch noch ein Selector, ob wir auf Ground Power sind oder auf Batterie. Und dann hier natürlich für welches Triebwerk wir starten wollen, haben wir nochmal einen Selektor. Ganz große rote Warnknöpfe. Im Falle eines Triebwerksausfalls kann man die hier einmal per Herz reinprügeln. Das führt dazu, dass die Propeller in einer sogenannten Fässerstellung, also Segelflugstellung gehen, weil sie hören auf sich zu rotieren im Windstrom, machen keinen Widerstand mehr so großen. Man hat zwar immer noch einen riesen Widerstand, weil man hat ein totes Triebwerk an der Backe, aber die Penalty ist bei weitem niedriger, kann man empfehlen. Auxiliary, blauer. Auch was wird hauptsächlich verwendet, wenn wir auf Supercharger gehen müssen, kann man es eigentlich merken. Supercharger an, dann geht auch Frequency Pro an. Mein Faustwert ist, wenn man durch die Dokumente durchgeht, Flugfläche 18. Dann werden die Dinger gebaut, sonst braucht man die Dinger eigentlich nicht. Weiter oben in unseren Lampenladen haben wir nochmal Water Injection Pumps. Wie gesagt, das sind diese Kühlpumpen, die Triebwerke kühlen, haben sich für was, für Water Tech aus. Darüber kümmert sich wohl gesagt alles der HAE. Ist halt nur nett zu wissen, wo sie sind, aber wie gesagt, darum wird sich da eh halt alles kümmern. Dasselbe jetzt Oil Dilution, das ist halt auch eher für kalte Tage, da lässt man zum Beispiel die Oil Dilution Pump an, schaltet auf Triebwerk 1 und lässt sie einfach mal ein bisschen durchrollen, damit das Öl schön verteilt wird. Wir haben hier oben auch nochmal eine Ground Speed Boost Pump Anzeige. Ja, muss ich mal kurz was dazu sagen. Kleinen Moment. Da zeigt gerade nochmal die Leistung angezeigt. Hier V1, welche IAS-Speed wir haben mit Platz 20 und welches Gross-Weight. Also haben wir nochmal Referenz-Speeds, wenn man es dann braucht. Hier nochmal die Circuit Breaker für die Pure Pumps. Und hier drüben die Schalter, die verwenden wir nachher in Cruise. Das ändert die Spark-Plug-Schaltung. Weil je nachdem, wie die Schalter sind, wird die Zündfeuerreihenfolge ein bisschen geändert. Dann fliegen die Triebwerke teilweise ein bisschen effizienter. Wenn man richtig viel Spaß haben will, das wäre ja was für Blackbox heute, ist die Abteilung hier hinten. Die funktionieren wohlgemerkt fast alle Schalter. Das sind die Sicherungen. Kann man rausnehmen. Aber wenn man ein bisschen Blödsinn bauen will, hier ist der ganze Spaß. Hier kann man auch so GPS ausschalten. Hier an der Seite sind die Schalter für die GPS-Systeme, Navigationssysteme. Haben wir alles da. So. Ich werde jetzt erstmal alles vorbereiten. Ich werde euch erstmal einen Flugplan raussuchen. Dann geht es dann auch gleich weiter. Wir müssen hier gleich einen kurzen Cut machen in den Abschnitt.
Vergessen, natürlich, wir haben hier auch noch ein paar andere Sachen. Hatte ich beinahe richtig vergessen. Hier ist unser Com- und Navigation-System. Wenn ihr die GPS-Systeme an Bord habt, sind das hier, wo gemeint immer die Com2 und NavCom2-Units. ADF-Unit ist immer eine nur drin und jetzt ist hier quasi das System, was wir hier haben, ist also das FlightRun GTN. Das nutzen wir zur Navigation. Das funktioniert auch ganz gut. Das wir auch heute auf den Flug nutzen. Spaß. Ich habe nicht fast unten den unteren Bereich vergessen. System test okay. Ja, funktioniert. Wir haben hier noch einen Pop-Controller, was man braucht. Ein Prop-Lock. Trimmung. Autopilot. Da gehen wir dann auf ein im Flug. Fast Reverser. Womit kann man so ein bisschen schalten. Propeller-Einzelsteuerung. Es gibt immer einen Master-Propeller und es gibt einen Slave-Propeller. Normalerweise ist Triebwerk 3, bei Triebwerk 3 ist immer das, was zuerst startet, quasi derjenige, der die anderen einstellt. Bedeutet, die Propeller werden automatisch über diese Box hier gesteuert und werden auf die gleiche Geschwindigkeit gebracht. Also das hat man das Problem bei solchen, vor allem bei solchen alten Flugzeugen hat man immer das Problem. Da muss der Ingenieur immer die Geschwindigkeit der Propeller abändern, damit die gleichmäßig laufen, weil je nach Alter der Triebwerke lief manch eins besser, manch eins schlechter. Und das kann dazu führen, dass man auf einmal links, rechts oder andere wichtige drei Geschichten auf einmal entwickelte. Deswegen haben wir die. Hier hat Schubhebel, wir haben auch Thrust Reversers. Bedeutet, hier jetzt haben wir zum Beispiel mal auf Leerlauf, Vollschub, Takeoff war nicht wohlgemerkt. Wenn man hier mal umschaltet, dann kann man quasi dieselbe Leistung, die wir eigentlich für Takeoff haben, auch in Reverse reinhauen. Geht also. Hier Autopilot Control, Pyro on, Autopilot on. Was wir hier haben, dieser rote hier, das ist die Flugsicherung, der verhindert quasi, dass die Steuerung bedient. Jetzt kann man nicht die Steuerung auch bedienen, wenn der Hebel nämlich hier drin ist. Man zieht einen Joke, da passiert dann auch nichts. Man hört hier schon, ich habe hier den Honeycomb Alpha Joke. Da passiert nichts, weil ich gerade diese Sicherung drin habe, daher kann er sich nicht bewegen. Jetzt kann ich hier schön rauf und runter bewegen. Der sichert auch wohlgemerkt hier die Triebwerke schon, dann sieht er, dann werden auch nur die äußeren Propeller auf einmal zugelassen. Ist zum Beispiel sehr praktisch, wenn man mal rüber ausmacht. Rüber Speck. Wir haben das haben wir hier noch. Autopilot Master Hebel. Wir haben hier einen sogenannten Lockhebel, der verhindert, dass man quasi aus Versehen. Man ist im Flug, sagen wir mal. Die Mixer sind gerade auf Ridge, wichtige Abhebphase. Der Flight muss sich mal eben strecken und kommt aus Versehen hier gegen diesen Hebel und hämmert die ganzen da unten. Hat die Triebwerke tot. Kann unschön werden. Deswegen haben die einen Lock drinne. Weil wenn der Lock drin ist. Nee, die wollte ich jetzt nicht. Dann kann man hier machen, was man will, dann bewegen sie sich nicht runter. Das ist halt auch sehr praktisch. Dasselbe haben wir wohl Gott auch für die Schubeinstellung. Wenn die einmal drin ist, dann kann man die Schubeinstellung nicht mehr beenden. Dran denken, falls man mal das Problem hat, dass man daran muss. Gear-Lever, relativ auffälliger Hebel. Wir haben einen Hydraulik-Notfallhebel, bedeutet, das schaltet die Hilfshydraulik ab. Sollte da mal zum Beispiel ein Hydraulik-Lock sein, dass sich zum Beispiel der Körper nicht mehr richtig bewegt, das alles blockiert, kann man damit die ganze Hydraulik lahmlegen. Letztendlich Flaps Lever und Flaps Warning Lever, Carburetor für Eissituationen haben wir aktuell nicht. Das ist eine Schönwettermaschine aktuell. Bei Eisbedingungen, also wenn man wirklich richtig friesen kalt ist, man fliegt durch Wolken, besteht die Gefahr, dass es halt in den Triebwerken zur Frierung kommt. Und dann wird quasi Abluft der Triebwerke wieder ins Triebwerk geleitet. Das reduziert natürlich, weil weniger sauerstoffreiche Luft die Leistung der Triebwerke gewaltig. Soll auch nur in dem Moment verwendet werden, damit kann man auch die Triebwerke letztendlich heizen. Was wir hier unter einer ganz bösen roten Klappe haben, sieht man auch schon vier Dump Controls, haben regulär drei Stellungen. Vorbereitung, Sonddumping, Dumping. Die kann man auch einfach offen lassen, in den Tanks sind letztendlich Stutzen verbaut. Und der Treibstoff läuft ab bis zu diesen Stutzen. Und das ist dann quasi Minimum Landing Weight. Das reicht dann noch für eine halbe Stunde Flug. Bis da anlöffen die Tanks komplett leer. Ich bin mal gerade böse. Weil heute auch nicht. Wir werden noch ein Sondervideo machen. DC-6 in Emergency-Verfahren. Vielleicht mache ich auch nachher ein Ende des Videos nochmal DC-6 fliegen mit einem Triebwerk. Fail. Sehr neues Accurate Pressure. Also, wenn man mal einen Notfall hat. Also, für Takeoff und Landing ist die ganze Hydraulik auf Brake gesetzt, damit die Bremsen gut funktionieren. Man kann aber auch hier quasi Druck erhöhen in der Hydrauliksystem. Oder generell alle Hydraulik aus Generalsystemen geben,
Also Sachen wie ein Flug, wenn man mal Heavy Wetter hat und man ein bisschen mehr Unterstützung braucht von der Hydraulik. Und das sind so die Grundlagen der Maschine jetzt so bis zu diesem Punkt. Wir werden dann nachher nochmal gleich auf mehr eingehen, wenn wir dann den Flugplan gleich programmieren, den muss ich, suche ich jetzt gleich raus, wohin wir wie fliegen. Jo, und dann lassen wir uns mal überraschen, wo wir ankommen. Wo wir dann? Dann bis gleich. So, willkommen zurück. Wir sind jetzt ein paar Tage auch später. Ich hätte auch jetzt kurzzeitig dann doch nicht so die Zeit gehabt, überraschenderweise. Vorhin haben wir uns kurz damit beschäftigt, einen Flug nach Frankfurt war ursprünglich eine Überlegung gewesen. Ich habe mich dazu entschieden, wir fliegen doch ein bisschen länger, wir fliegen nach Berlin-Tegel today. Ich habe bereits unter Simbrief den Flugplan aufgegeben. Wichtig ist bei Simbrief, vor allem für die Beladung später, dass wir hier von vornherein in einen Pfundbrief gehen. Also wir brauchen die Daten in Pfund. Die Maschine wird nicht in Kilogramm beladen. Ich habe das hier schon mal gemacht. Wir brauchen 7,2 Tonnen für den Flug. Ich habe ein bisschen extra mitgenommen. Wir haben ein Full Horse Today. 68 Leute sind an Bord. Also wird das ein relativ entspannter Flug in Berlin. Das wird ja gerade noch so ein bisschen wechselhaft mit Regen. Sollte hoffentlich jetzt nicht so das Problem sein. Wir bereiten jetzt auch gleich alles für das Boarding vor. Wir fliegen heute auf Watzen. Bedeutet, wir werden hoffentlich ein bisschen ATC haben. Zumindest in München ist der Approach besetzt. Wenn ich meine Approach-Ausbildung weitermache, weiß ich selber auch noch nicht. Da waren ja auch schon mal ein paar Rückfragen in letzter Zeit gewesen. Ich habe ja schon zwei CPTs versucht auf Berlin-Tegel. Die aus den ein oder anderen Gründen gescheitert sind. Da streiten sich die Geister. Ich habe natürlich da meine Meinung zu gesagt. Leuten in meinem Bekanntenkreis, ich werde definitiv ein Retake machen. Die Frage, die sich mir gerade aktuell stellt, ist es, ob es Mitte August ist oder Ende August, wo ich wieder anfange. Weil so ein bisschen das Dilemma besteht, wir wissen nicht, was mit dem Flughafen Berlin Schönefeld dann ist. Ladies and gentlemen, please take care when storing luggage in the overhead lockers in case anything should fall out. Please take your allocated seat and fasten your seat belt. Twitch at 5 kilo mic request, push back. Twitch at 5 kilo mic, push is approved facing south. Also wer hier gerade im Push Hintergrund hören, ist approved, confirm einmal facing south. ATC. Twitch at 5 kilo mic, affirm the facing south. Ah, okay, thank you. Als auch von Smart Cars, also von One Engine Out Airways, unseren Buchungssystem haben wir gerade die Passenger Announcement gehört. Wir werden auch gleich das Boarding starten. In der Zeit werden wir auch die Ruhe nutzen, um ein paar Sachen vorzubereiten. Wir gerade auch gucken, ob hier überraschenderweise zum Beispiel auch Project Fly wieder funktioniert. Das hat ja jetzt vor kurzem sein Update in Version 4 bekommen. Sehen, ob wir das hier hinbekommen. Douglas DC6 kennt er noch nicht überraschenderweise. Warum kennt er es nicht? C46 kennt er, das ist schon mal was Interessantes. Halt C46. Ich jetzt nicht der Flugzeugtyp dafür. Kann man selber gucken, als was die klassifiziert hier wurde, überraschenderweise. Im Hintergrund sehen wir so, hören wir so ein paar Sounds. Das sieht gerade daran, dass ich über Orbix ein paar Produkte installiere. Hier primär Sachen für
PSVD Version 5. Na, C46 kann es nicht sein. Die fliege ich relativ selten. Überraschenderweise wird die jetzt A320 gewertet. Okay, hier ist. Da hat sich wohl mal. Das ist eine Douglas DC-6B Safe. Wir haben so ein bisschen Spaß mit Project File heute. Ist also auch mal ein erster Test, ob diese Software überhaupt wieder so funktioniert, wie sie ursprünglich mal gedacht war. Das ist die 8537. Wir fliegen von München. Die Departure Time ist geplant 14.15 Uhr etwa. Ist ein IFR-Fly. On Watson und wir sind sogar shattered. Okay, hat er gebucht. Das sieht schon mal interessant aus. Dispatch. Airport Flyplan. Mal sehen, ob er das reinkriegt. Ich sehe hier auch gerade die Wetterdaten. Also es zieht ein Regengebiet durch Berlin. Deswegen so, wir haben ein bisschen Zeit. Wir wollen nicht in dieses Wetter rein. Ich habe mich gegen meine persönliche Meinung, dass die DC-6 eine Wettermaschine ist, dazu entschieden. Wir fliegen heute mal. Die heute fliegen. Okay, so, das System ist running. Jetzt sehen wir mal nach, ob wir vom Project vielleicht auch noch das Overlay bekommen. Sieht mir gerade überraschenderweise nicht danach aus. Das ist ein bisschen schade. Ja, Flightstream. Das ist ein bisschen schade. Früher gab es da so ein schönes Overlay. Also, das haben sie jetzt geändert. Das ist jetzt wohl anscheinend nur noch Subscriber only. Okay. Mal überlegen, ob wir das mal subscriben. Das ist gut zu wissen. Dann das war's. Wir sehen hier auch gerade in München, wenn wir so ein bisschen nach rechts scrollt, habt ihr gerade mal gesehen, da hat es ein bisschen gedonnert schon. Hier zieht ein Gewitter auch auf. Das hat auch einen schönen Grund dann. Wir können ein Schlechtwetter-Takeoff machen. Heißt, wir nutzen Takeoff mit Water Injection. Das ist ein etwas eigenwilliger Departure. Wir werden während des Fluges, wie gesagt, primär den Artificial Engineer verwenden. Der wird also auch die Triebwerksleistung steuern. Also, da werden wir nicht viel brauchen. Wie gesagt, man kann sie nicht gut bei The Book fliegen mit den Zahlen. Das funktioniert leider Gottes nicht so gut. Das hat PMDG relativ schlecht umgesetzt im Vergleich zur A2A Constellation, die ja wirklich komplett bei The Book geht. Ist jetzt aber jetzt auf der Hinsicht erstmal nicht so schlimm. Ich werde im Flug nochmal die Zahlen einblenden, die normalerweise für die Situation gebraucht werden. Sollte dementsprechend also nicht so das große Dilemma sein. Dementsprechend geht das auch. Ich werde am Ende, wie gesagt, des Videos kommen, werden wir nochmal ein paar kleine Bonussachen machen. Also da wird nochmal kurz durch mein PDF-Dokument gegangen, was ich mal für einen Stream gemacht habe, Fliegen der DC-6, wo wir auf so ein paar Feinheiten der DC-6 eingehen. Also das Heating-System, wir gehen dann auf die Thrust-Performance ein und die Thrust-Tabellen, also die ganzen Tabellen und Daten, wie man diese lesen muss, ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Kommt zum Ende des Videos, wie gesagt, dieses Video hat primär das Ziel, euch direkt einfach in diesen Flieger zu setzen und ihr könnt einfach und habt euren Spaß damit. So, das erste, was wir erstmal einstellen werden, ist unsere Kabine. Also wir werden heute auf einer Flugfläche von 140 fliegen. 140 heißt, wir sind über Flugfläche 100. Bedeutet, hier wird eine Druckkabine benötigt. Der Sauerstoffgehalt in der Luft in der Höhe ist zu niedrig, als dass es Passagiere als auch
wir Piloten oder Menschen es generell gut vertragen würden. Dazu gehen wir hier an Special Operation Panel. Dieses funktioniert größtenteils automatisch, man kann es auch auf manuell stellen. Also hier so einen manuellen Schalter. Dann kann man hier Decrease and Increase Cabin einstellen. Wir nutzen die Automatik. Das hat zwei Einstellungen. Wir haben hier mal Rate, also quasi Rate, wie der Kabinendruck eingestellt werden soll. Und die Höhe. Wir drehen erstmal die Höhe ein. Wir sehen hier, der Zeiger für Flugfläche bewegt sich. Den drehen wir jetzt hier auf 140. Beachtet hier den zweiten Zeiger Kabine. Ihr seht, er bewegt sich jetzt noch nicht mit. Wir kommen jetzt auf Flugfläche 90. Jetzt kommen wir in den Bereich, wo der Sauerstoff eng wird. Flugfläche 100. Die Kabine kommt mit und geht mit auf etwa 1000 Fuß. Wir steigen weiter auf unsere gezielte Flugfläche auf 140. Gehen ruhig ein bisschen darüber. Ein bisschen Sicherheit haben wir damit. Bedeutet, die Kabine wird auf einen Druck eingestellt von etwa der Flugfläche 04. Also 4000 Fuß. Und das ist für Menschen ganz gut vertragbar. Aber stellen wir den Druck her. Wir stellen auch die Heizung ein. Temperature Control. Wir sehen, es ist etwas warm heute. Wir haben etwa, ich würde mal sagen, 85 Grad Fahrenheit. 85 Grad Fahrenheit, das müssen wir jetzt mal umrechnen. 85 Grad Fahrenheit in Celsius sind 30 Grad. Also wir haben es doch im Flieger doch gemütlich warm. Wir gucken uns gerade mal die Wettersituation in München an. München meldet heute Wind bei 250 Grad bei 14 Knoten, sehr gute Sicht, aber 30 Grad mit einem Dewpoint von, also Tauchpunkt von 15, das ist schon relativ heftig, relativ warm. Wir wollen unsere Kabine rund, ja, ich würde jetzt mal ganz grob sagen, 24 Grad eigentlich haben, also 75 Grad Fahrenheit, für unsere Freunde des metrischen Systems. Wie gesagt, die Maschine ist amerikanisch. Wir schalten noch die Cooling Turbine ein. Die Cooling Turbine ist sowas wie die Klimaanlage. Und hoffen damit, dass der Flieger ein bisschen runtergekühlt wird. Ich habe auch schon die Beleuchtung eingeschaltet. Wir haben die ganzen Instrumentenlichter sind an. Wir haben die Position Light auf Steady. Wing Lights habe ich erstmal auch eingeschaltet. Beacon Light ist noch off. Die Seatbelt Signs sind on. Die Emergency Lights sind on, also wir sind komplett ready for boarding. Wir haben auch die Eingangslichter eingeschaltet, damit die Passagiere nicht irgendwo Purchase 5 Kilo Mike, Taxi Entry Sierra 8, via Oscar 1, Charlie 4, Sierra 6, Sierra. Ich habe auch für den Flieger ein GSX-Profil mal angelegt in Ruhe, das ist eigentlich nicht Oscar so kompliziert. One, Charlie 4, Sierra ich habe eine Eingangstür definiert, yeah, das funktioniert auch mit GSX Level 2. Ich werde die mal irgendwann in die Dropbox hochladen und den Link findet ihr dann unten in der Videobeschreibung. Dann funktioniert eigentlich GSX ganz gut. Wir fragen schon mal Boarding an. Da sehen wir schon das Gewitter, also wir werden heute richtig Spaß haben. Ich fliege mit zwei Systemen. Ich habe den Honeycomb Yoke hier auf meinem Schreibtisch stehen. Mit denen werde ich die Maschine manuell fliegen. Wir haben zusätzlich noch einen Logitech Attack 3 Joystick da. Der hat die Thrust Control. Da hat er auch gerade das Piepen gehört. Das war die Take-Off Warning. Wir sehen, unsere Jungs, die fahren schon mal los. So, wir werden, wie gesagt, für diesen etwas längeren Flug werden wir den Autopiloten verwenden. Haben auch mal guten Grund, den Autopiloten zu verwenden. Bedeutet, wir gehen in die Einstellung und Vorbereitung. Die Technikercrews sind unterwegs. Also unser Bordingenieur ist mal kurz an Front rausgeklettert aus der Hauptausgangstür und geht erstmal um den Flieger rum. Dann kann er sich um den Spaß kümmern. Wir können nachher gleich einen virtuellen Workaround machen. Einfach mal zum Spaß, kann man ein paar Sachen erklären. Das ist so ein bisschen angelehnt an ein Video von Buffalo Airways, wo der gute alte Buffalo Joe, wer die Jungs nicht kennt, in Deutschland relativ bekannt durch die Serie Ice Pilots. Das ist eine Airline, die primär mit DC-3s, DC-4s, Lockett, Electras und sogar, ich glaube, die haben sogar eine DC-6A, sogar die Swingtail, in Kanada, in sehr abgelegenen Regionen noch aktiven Flugdienst machen und zwar noch regelmäßigen Betrieb mit Fracht und Passagier. Richtig schön zu beobachten, weil diese alten Maschinen, die sind eigentlich unverwüstlich.
So, wir sind hier in diesem Flugzeug. Wir haben, wie gesagt, wir haben installiert das FlightOne GTN. Wir haben schon die ersten Konfrequenzen drin. Wir haben hier zum Beispiel auch schon drin die Artis. Let's approach runway 26 right, runways in use 26 right, transition level 70. Wind 250 degrees 14 knots. Warte, ich muss hier mal Cab okay. den Sound Temperature des 30. Standard Artis 2.15 QNH 1012 hectopascals trend. So, und da ist No natürlich wieder was significant change Munich abgeschmiert. information Moment. kilo. Ich muss wieder umschalten. Ihr seht überraschenderweise gerade nichts. Ihr seht jetzt so einfach nur das doofe Menü-System. Das ist ein Problem hier mit Streamlabs. Ich schalte da ja mal kurz Mike ab on Sierra 6. Wir sehen uns hier gleich wieder. So, und wir sind wieder zurück. Wie gesagt, sorry für den kurzen Unterbrechungsspaß. Ich musste halt, wie gesagt, den Sound von Standard P3D rausnehmen. Den hatte ich mal für irgendeine Spielerei drin gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Streamlabs hat dann aber immer das Problem der Meinung, dass das Fenster der Option interessanter ist, als was hier auf dem Flieger passiert. Bisschen ärgerlich. So, wie gesagt, wir programmieren gleich den Flugplan ein. Das ist das GN. Wir sehen hier. Alles schon vorbereitet. Da kommen die Gepäckstücke unserer Passagiere. Wir haben heute 68 Leute an Bord, also voll aus. Wir sehen uns erstmal das System an. Wir haben jetzt hier ein Flightplan-System. Wir sehen ja, gibt einmal mal so eine Meldung, eine Lizenz, eine Update-Meldung. Die muss man nicht immer folgen. Der Airbag, wie gesagt, ändert sich auch nicht regelmäßig. Das ist relativ selten, dass hier sich Airbag ändert, weil der Airbag basiert auf den Flight One. So, das ist auf den Garmin Trainer basiert und Garmin hat immer nur den gratis Airbag drin. Ich glaube, der ist aktuell 19.03 oder 18.09. Einer von beiden wird das wieder sein. Ich schätze mal, in ein, zwei Jahren kommt da wieder mal ein gratis raus. Wir sehen, hier sind relativ viele Informationen drin. Wir können hier mal ein bisschen ins Menü gehen. Wir sehen hier relativ viele Details. Die können wir auch runterschalten, wenn wir wollen, zum Beispiel. Map Setup. Wir sehen hier also alles eingestellt. Hier haben wir ein bisschen weniger Informationen. Danach haben wir weniger Informationen. Am Scroll rein sehen wir den Flughafen nicht mehr. Deswegen empfehle ich immer zumindest etwas. Ich hasse diese Motorradfahrer, ganz ehrlich. Wir schalten wieder auf die A significant change Munich information kilo. Out to Wir wollen zero wissen, three welche Runway zero wir haben. Zulu. 08 links oder 26 rechts. Munich information kilo. Na, im falschen Kilo, das ist schon Map gut zu wissen. report time 1320 expect ILS approach runway 26 right runways in use 26 right 26 transition right, level das ist 70. was ganz böse, wir müssen Wind länger taxieren. 250 degrees 14 knots. Cab okay. Temperature 30. 2.15 QNH 1012 hectopascals trend. No significant change Munich information kilo. Out 2030 Zulu. So, das waren unsere Informationen. Munich Wir Information. schalten die ATIS ab. Wie gesagt, diese Company übernimmt automatisch auch COM1 und 2. Wenn ihr Chaseplane verwendet, übernimmt es auch NAV1. Da habe ich so einen kleinen Tipp, den ich euch sagen kann. Um hier auf NAV umzuschalten, müsst ihr hier die mittleren Taste mal mit der mittleren Maustaste drücken. Da müsst ihr dann in Chaseplane unter Optionen, also Preferences, Camera Jet Control, 5 Kilo Mike Able Alpha alle 1 mit so 2 einem Alpha 10. Maus-Button deaktivieren. Negative, ihr müsst dann I länger would die like Signalschalter nicht use offen the haben. whole runway to Jet 5 Kilo Mike. So, Everything, take everything, wir 25 programmieren den Kilo Mike, Flugplan. Das take erste, was wir holding point runway sicherstellen, 26 right, ist, via November welche Alpha Modus wir 13. haben. Aktuell sind wir zum Beispiel jetzt in V-Log. Taxi Bedeutet, 26 right, via November Alpha 13, NAV-Mummel bedeutet, Jet 5 Kilo Mike. wenn wir zum Beispiel IIS-Approaches fliegen würden, würden wir den verwenden. Wir können hier nochmal auf CDI klicken, kommen wir auch wieder auf GPS, dann kommen wir auch hier wieder auf die Map schreiben. Weil wir den Autopilot mal verwenden, wichtig, dass dieser Modus aktiviert ist. Gehen zurück, wir gehen auf Flightplan. Wir sehen hier, München ist schon programmiert. Als aktuellen Standort. Wir gehen auf EDM. Load Procedures. Departure. Wir heben ab. Und jetzt muss ich gerade mal in meinen Flugplan hier reingucken. Den kann ich euch nachher mal kurz einblenden. Das ist das kleinere. Den blende ich dann mal als Text ein. Wie ihr seht, wir fliegen heute von München, Runway 26 right, über die Input to November Departure. Über Input Yankee 102, über Upala, Mike 726, Alaska, Tango 202 nach Milgo und dann die Milgo Trivector-Reife nach Runway 26 right nach Tegel.
Ich rufe dazu auch nochmal Navigraph auf. Ich gucke mal nach, ob wir jetzt das Glück haben, dass er uns das auch gleich anzeigt. Ich hoffe es. Ja, hier sieht es interessant aus. Windows Capture. Ah, hier sind wir in den Flugbahn. Wunderbar. Was ist immer wieder interessant zu gucken, was ich hier aktiv geschaltet habe. Also wie gesagt, das ist unser Flugplan. Ich habe hier für mal das Fenster so ein bisschen umgeschaltet, bitte hier nicht sich so stark darüber beschweren. Ich versuche hier mein Bestes. Ich bin leider nicht der Top-Streamer like Blackbox. Die wissen immer hier mal aus. So. Wir sehen hier mal kurz die Zeit, dann können wir mal durch den Flugplan gehen. Wie gesagt, die 26 Ride, Input to November Departure, unsere Flugroute. Hier sehen wir ganz wichtig unsere Rate Impact. Ein bisschen tiefer gestreut. Packs. Hier sind noch mit 36 Information Kilo Expect Runway 26 Ride. 7000 Wörter brauchen wir mindestens. Wir haben als Alternative heute Hamburg. Bei Kopenhagen und denselben Mitarbeiter wie Berlin fliegen wir nach Hamburg weiter. Die haben heute relativ gutes Wetter angezeigt. Wir sehen Flugfläche 140 geplant. Wir können auch auf 130 gehen, werden wahrscheinlich sogar angeordnet werden. Weil normalerweise eigentlich nach runter von Berlin Tegel nach München geht 140, nach oben eigentlich 130. Gucken wir mal nach, wie uns der Center haben will, weil so niedrig fliegt normalerweise keiner mehr so oft. Dementsprechend könnten wir auch vermutlich auf nicht zugelassenen Flugfläche rumgammeln. Sehen wir mal dann. Wir sehen hier unten auch nochmal unseren Ersatzflugplan, der ist relativ wichtig. Dann schalten wir hier mal kurz unseren Flugplan wieder aus. Wir gehen hier auf Navigraph. Na, will er uns das anzeigen oder will er es uns nicht anzeigen? Gucken wir mal nach. Wenn wir Glück haben, zeigt das uns das an. Ja. Leider zeigt er uns das nicht an. Das ist jetzt gerade ein bisschen ärgerlich. Ist ja sehr ärgerlich. Wo ist der denn hier überhaupt? Jet 5 Mike Kilo, Wind 250 degrees, 15 knots, Runway 26 right, clear for takeoff. Runway 26 right, clear for takeoff for Jet 5 Kilo Mike. Gucken wir noch, ob wir hier vielleicht. Quelle zufügen, wir wollen ihn. Brechen, nein, das funktioniert leider nicht, das ist ein bisschen schade. Machen wir gleich eine Bildschirmaufnahme, würde ich dann ganz böse einfach sagen. Yankee Turn, right heading 290. Da machen wir eine kurze Bildschirmaufnahme, ist jetzt auch nicht so schlimm. Medienquelle, Farbquelle. Jetzt gucken wir hier gerade nach. Wie gesagt, ihr seht, ich bin total super vorbereitet. So, ihr seht hier kurz halt mal alles doppelt gemoppelt, aber ist jetzt hoffentlich nicht so schlimm. Unser geplanter Flugplan: Wir fliegen in Deutschland, Münchenbereich, nach oben durch und hier rein. Das hier ist wohl mal die schöne Funktion seitens Navigraph. Alle Reihe schon zu planen. IS 26 Right. Via Adgub. Oh, ist ja alles vorgeplant. Und wir sehen uns mal die Departure an. Die ist nicht für uns jetzt relevant. Chart as Overlay. Wir sehen hier Download Use, ist dieselbe Karte, die man auch regulär verwendet. Wir haben eine Transition Altitude von 5000 Feet, die ist für uns relativ important. Bedeutet, ab da schalten wir auch Standard QNH runter, C13. RNAV 1, RNP und RNAV Equipment, GPS required. So, wir haben GPS, wir haben Glück. DMI, 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 RU, not authorized, das ist klar. Remain on tower frequency until advised by Munich Radar. Minimum Noise, ja, es könnte bei uns schwierig werden, dass wir die geforderten Höhen kriegen. 26 Right haben wir Climb 261.
bis nach Delta Mike 066, maximal 220 Knoten. Ich glaube, das schaffen wir gemütlich. Dann drehen wir nach rechts Richtung Delta Mike 064. Also Delta Mike, das sind alles GPS-Punkte. Die sind fest programmiert, da können wir auch nichts dran ändern. Die sind definiert durch ihre Koordinaten. Dann turn left nach Input. Also ein relativ straightforward Kurs. Max 250, Initial Climb, Flugfläche 7.0. Also relativ angenehm. Wir müssen hier nur ein bisschen achten. 4000 Fuß, das ist die Minimumhöhen. Sonst knallen wir ins Gelände. Haben wir sonstige irgendwelche wichtigen Informationen auf der Karte, die wir vielleicht übersehen? Wir haben eine Karte. Kilo, Menschenräder, Identified Passing. Changes None. 3000 Feet, Climb Flight Level 1. Also für uns sieht es gut aus. So, wir können wieder rüberschalten auf unseren eigentlichen Screen. So, kurz die Departure durchgegangen. Wieder, wir gehen auf die Input. Dann scrollen wir mal ein bisschen runter. Das kann hier mal ein bisschen dauern. Man kann auch wohlgemerkt hier mit der Hand. Das geht auch ganz gut. Ja, kann man machen. Ich habe euch vorhin ja gesagt, dass der Airbag hier in GTN nicht immer ganz der neueste ist. Das führt zum Beispiel nach Frankfurt nach Problem. Da gehen die Routen noch über Spessart zum Beispiel, wenn man von München kommt. Und zwar da Spessart. Ich glaube, das waren. Ich glaube, das waren. Das VOR ist nicht mehr aktiv. Das ist durch einen GPS-Punkt an derselben Koordinate ersetzt worden. Hamburg hat Muggelberg natürlich auch dieselben Punkte. Da ist, glaube ich, Elbe jetzt abgeschaltet worden. Ich glaube, Elbe und Hamburg, beide sind abgeschaltet, beide VORs. Und das geht halt immer weiter. Also das Sterben der NDBs und VORs in Deutschland, das geht halt gemütlich weiter. Dementsprechend können hier bestimmte Routen sich ändern. Meistens werden diese VORs, die dann verschwinden, durch äquivalente GPS-Punkte ersetzt. Guckt dementsprechend euch die Routen an. Meistens ändert sich nicht viel. Also die Nummer bleibt immer gleich meistens. Also es bleibt immer Input... Input N, aber da wird zum Beispiel Input 3N draus oder 4, 5, 6N, bis die dann irgendwann mal durch sind, und wenn sie dann bei der 9 sind, dann wird der Buchstabe geändert. Dementsprechend immer mal gucken, was ihr an der Route geändert hat. Wenn ihr auf Watzim fliegt und ihr seht, okay, mein Flugplan schlägt diese Route vor, aber ich habe diese Route gar nicht, sagt es den Controller, bitte sagt, ich habe jetzt nicht die Input 5 November, ich habe die Input 2 November. Geht die auch, wenn dann der Controller hat meist dann der Ground bzw. der Delivery das erstmal den Departure fahren. Der Departure wird sich dann vermutlich erstmal nervt die Karte angucken, wird dann feststellen, was geändert wurde oder nicht, wird dann sagen, ja, geht, oder wird sagen, nein. Im Falle von nein heißt das Runway Heading und gib ihn. Wir haben Glück, wir gehen auf Input to November. Er erkennt auch sofort weitere Daten, also München Airport, Input to November, Transition Input über Runway 26 Right, Load Departure. Wir sehen auch sofort, hier werden Daten uns eingegeben, 190 Delta Mike 666465, also die Daten, die wir auch vorhin gesehen haben, direkt nach Input. Wunderbar, wir sind auf Kurs. Wie kommen wir jetzt weiter, wie programmieren wir den Airbag? Wir gehen hier auf Input wieder ruf. Wir sind hier Active Lag, bedeutet, wenn wir irgendwelche Directs programmieren, können wir direkt auf diesen Lag dann überspringen, dann fliegen wir direkt in die Richtung. Long Tracks, Hold at Waypoint, also wir können auch Holdings machen, wir können auch was davor und dahinter einfach, wir können auch ein Waypoint Info uns hier anzeigen, auch mal ganz nett, wenn man es mal braucht. Zum Beispiel Nieres VOR. Wird uns angezeigt, WED 1.7.2. Das ist auch immer mal hilfreich, wenn wir mal irgendwelche technischen Probleme haben. Wir loaden aber jetzt den Airway. So, bei Input gibt es nur ein Waypoint, wir können eine Richtung fliegen, nämlich Yankee 102. Upala, wir suchen uns jetzt hier Upala raus. Hier haben wir Upala. Kontrollieren nochmal die Eingabe. In Real Life würde ich hier jetzt unser Copilot das bestätigen. Also jedes Mal, wenn wir was eingeben und sagen, stimmst du den zu? Weil wir haben jetzt nur ein GPS-System, da müssen dann zwei Mann drauf gucken und kontrollieren, dass wir hier keinen Bock missbauen. Bei A320 und so mit FNC programmiert ja jeder unseren FNC-Unit. Also einer programmiert jetzt ein und dann der andere geht einmal durch den Flugplan einzeln durch und kontrolliert nach. Da wir keinen zweiten Piloten haben und wir selber der zweite Pilot sind, ist unser Co-Pilot immer sehr liebensnett und sagt, ja, Chef, du bist Gott. Das, was sich Buffalo Joe jedes Mal wünscht von seinen Co-Piloten, dass sie schön brav die Schnauze halten, haben wir quasi im Flugsimulator immer, aber wir müssen halt darauf achten, was wir anstellen, vor allem auf WATSIM.
wir haben andere Piloten da, wir haben Controller da. Diese Controller machen es freiwillig, ich bin selber einer. Und mein Wunsch ist immer, dass meine Piloten sich so verhalten, wie ich es mir wünsche. Ich biete gratis Service an. Ich als ATCler möchte auch meinen Spaß haben. Wie hast du als ATCler Spaß? Richtig, die Piloten machen das, was sie machen sollen und können ihre Flugzeuge fliegen, können ihre Flugzeuge beherrschen. Leider ein riesiges Dilemma momentan auf WATSIM. Ich meine, das ist ein gewaltiges Dilemma. Wir haben seit der Corona-Krise sehr viele neue Piloten. Viele haben keine Ahnung, was sie da anstellen. Beherrschen also nicht mehr die Grundlage ihrer Maschinen. Daher mein großer Wunsch, bevor ihr mit dieser Maschine online geht, so, ich habe jetzt mal die ATC ein bisschen leiser gedreht. Bevor ihr mit so einer Maschine online geht, zum Beispiel mit der DC-6 oder einer 737, fliegt sie erstmal ein paar Mal offline, lernt diese Maschine kennen, lernt sie steuern. Wenn ihr das könnt, dann könnt ihr online gehen. Ihr nehmt euch jede Menge Stress weg, auch vor allem für Anfänger auf WATSIM. Immer wieder ein wichtiger Tipp, den ich immer gebe. Lernt eure Maschine zu beherrschen. Wenn ihr eure Maschine beherrschen könnt, dann könnt ihr auch auf WATSIM fliegen, weil ihr habt weniger Stress, weil ihr hört dann nur den Ziel, konzentriert euch darauf, aber ihr müsst euch nicht noch konzentrieren, scheiße, wie fliege ich diese Maschine, wie kann ich eine Höhe halten, wie kann ich ein Holding machen, wie funktioniert das alles, wenn ihr das im Kopf habt, alles ist ein Umschlag. So, ist alles etwas easier. Ich rede viel, ich weiß, es tut mir auch leid, ist halt leider mir so ein Anliegen, weil das hat mir zum Beispiel mein CPT doch Probleme gemacht. Ich hatte einen Piloten gehabt, der konnte weder, das war ein X-Planer, und X-Planer haben das Problem, dass irgendwann ihre Summationsrate runtergeht und dann, wenn sie so niedrige FPS haben, und dann können sie weder Geschwindigkeiten halten. Der Junge konnte weder Geschwindigkeiten halten, der wusste weder, was eine Geschwindigkeit ist, der konnte weder gute Phrasologie, brauchte 6,5 Jahre zum Fragen beantworten, konnte weder eine Heading fliegen, also einen Steuerkurs halten, noch eine Höhe halten. Und mit dem IS war er auch überfordert und fliegt dann nach Berlin-Tegel, wo gerade ein CPT stattfindet, wo 60 Flieger inbord sind. Super Situation, führt dazu, dass dann irgendwann der Controller den Überblick verliert, weil man sich dann als Controller immer mehr um diesen Neuling kümmern muss, um sicherzustellen, dass der keinen Blödsinn anstellt, was dazu führt, dass früher oder später irgendwer anders in einen Konflikt gerät, den man sonst hätte vermeiden können, weil man normalerweise das dann gesehen hätte, aber man dann doch mehr auf diese eine Person gucken, na, macht er das, was er machen soll, verliert man dann sehr schnell den Überblick, ist eine ganz böse Situation, die Controller sind dann total begeistert. Und ich war wirklich jetzt sehr kurz davor gewesen, einfach zu sagen, Leute, mir reicht's. Ich höre mit ATC auf, ich breche Approaches komplett ab. Ich habe mich jetzt, ich werde jetzt Mitte August, Ende August weitermachen. Aber das war wirklich so der Punkt gewesen, wo ich wirklich kurz davor war, einfach zu sagen, jetzt reicht's mir. Dann hätte WhatsApp wieder einen Controller weniger gehabt. Und das ist nicht Sinn der Übung, dementsprechend lernt doch Maschinen, bevor ihr fliegt online. So, Fehler dürfen wir alle machen. Ich habe auch regelmäßig gerne mal einen Fehler. Es ist auch nicht schlimm, wenn ihr mal einen macht, aber ein bisschen Vorbereitung gehört dazu. So, wir sind auf Mike 726, gehen nach Alaska. Bestätigt. Wie gesagt, die Route blende ich euch immer noch ein. Dann geht's nach Tango 202 nach Mego. Laut Airway, Tango 202 nach Mego. Da haben wir unser Mego. Yep. Bitte laden. Und wir wollen jetzt natürlich unsere Reihe laden. Da sind wir kurz zurück. Wir sehen, wir haben jetzt unseren Flugplan, aber wir wissen gar nicht, wo wir hin wollen. Wir können auch nicht die Prozeduren dahin laden. Das geht relativ simpel. Wir machen hier auf Add Waypoint und als Add Waypoint fügen wir hinzu Echo Data Data Tango. Er schlägt uns Berlin-Tegel vor. Wir nehmen auch Berlin-Tegel. Bei Berlin-Tegel fügen wir schon mal hinzu Load Procedure, wir können auch Load SAR machen, also Load Search and Rescue Pattern. Kann man machen, wenn man es will. Ich live jetzt nicht so häufig. Aber es ist schon mal drin. Arrival, wir haben die Mego Arrival. Ist eigentlich eine relativ klassische Arrival. Hat man relativ wenig Probleme. Außer, dass man hier mal Ewigkeiten scrollen kann. Hier haben wir Mego 3 Victor Arrival. Mego Runway. 26 Bravo, finde ich jetzt eine interessante Aussage, aber okay, nehmen wir jetzt mal so zur Kenntnis. Wie gesagt, das GPS lädt
nicht die Frequenzen rein. Das ist jetzt auch nicht so problematisch. Wir haben jetzt alles hier geladen. Der Flugplan ist also ready. Wir gehen back, wir gehen auf Maps. Dieser Flugplan ist jetzt auch so lange drin, solange wir Strom haben, was uns zu einem Problem führen kann. Wir sind noch auf externe Power. Beim Pushback kann es passieren, dass diese externe Power weggeht. Wir müssen auch vor dem Pushback die Triebwerke am besten einlaufen lassen, um sicherzugehen, dass da kein Problem kommt. Machen wir jetzt folgendes. Flyplan, Menü. Wir storen ihn. EDM nach EDTD ist jetzt gestort. Bedeutet, falls uns das System abschmiert, können wir ihn wieder reinladen. Wir gehen wieder auf Maps. Beziehungsweise ich immer versuche, wir gehen erstmal auf Default NAV, dass wir jetzt halt auf VLOG auch wieder umschalten können. Wir können ja auch Tracks suspenden. Man sieht ja auch das Bild, wenn wir auf das hier klicken, also man sieht quasi hier den Wegpunkt, dann würde es hier zum nächsten Wegpunkt quasi gehen. Also würde der Flieger quasi hier dann abbiegen und durch dieses Suspend wird der quasi nicht die Route gefolgt, sondern man hält den aktuellen Kurs und fliegt einfach Schnauze geradeaus. Immer wieder praktisch, wenn quasi besonders in eine Pausch-Situation, bekommt er Reibe rein und er sagt Maintain Present Heading. Mal kurz auf die Taste hier drücken. Dann sieht doch hier so sendet. Und sobald er quasi Maintain on Navigation proceed direkt sowieso, kann man hier also ein Direct einprogrammieren und dann geht man hier auf Unsuspend und die Maschine dreht dann auf den eigentlichen Direct. Wir gehen hier auf Map jetzt. Warum habe ich das jetzt über diesen Local Nav quasi gemacht, diesen einzelnen Schritt? Also hier Default Nav und dann erst hier auf Map und nicht mein Hauptmenü. Ganz einfach, wenn ich auf Back klicke, komme ich direkt in das Hauptmenü wieder rein. Habe keinen Stress. So, wir können uns hier auch in Ruhe nochmal die Taxi-Route angucken. Wir werden vermutlich über November 1 als Exit kriegen. Wir werden dann über November vermutlich taxen. Das ist in München eher üblich. Die Arrivals gehen meist über Mike. Kann aber auch sein, dass wir über Mike taxen. Ich fliege so selten in München, dass wir nicht so viel Ahnung haben. Wir werden nicht die volle Runway brauchen. Wir sehen, die Runway ist relativ lang. Ich werde auch lieb anfragen, ob wir zum Beispiel über die Intersection Alpha 8 können oder Alpha 10. Die ist für uns als DC-6 mehr als ausreichend. Wie gesagt, wir brauchen nicht viel Startstrecke. Alpha 12 würde auch noch ganz gut gehen. Also ich fange mal Alpha 12 oder Alpha 10 an. Ich denke mal, der Controller freut sich auch, weil wie gesagt, wir sind relativ langsam. Wir haben eine sehr schlechte Client-Performance. Der Controller freut sich, wenn wir ihn da nicht den Weg blockieren. Wir scrollen mal ein bisschen ab, kontrollieren unseren Flugplan. Wir haben noch unseren Flugplan von vorhin im Kopf. Wir sehen, wir gehen über Deutschland rüber, dann in die Milgo und hier oben ist Berlin Tegel. Also alles top und Palotti, so wie es sein soll. Wir klicken einmal auf Back, damit wir wieder auf diesen Rauskreuz sind. Scrollen hier rein. So, was wir hier jetzt sehen, ist, der Crewbus ist hier, aber irgendwie, die Leute steigen nicht ein, was ist los? Das ist eine kleine Geschichte, was viele nicht wissen, wenn man GSX hat und so eine Position setzt, und ich habe die gesetzt, steht da standardgemäß drin, Door 1, Open Check. Das kann man damit beheben, das Problem, was wir jetzt hier gerade haben, indem man sagt, no checks, dann wird er direkt bomben. Aber man kann hier einfach einen Trick machen. Man kann Umschalten E machen. Das öffnet die Haupttür. Und es gibt keine Haupttür in diesem Flieger. Die ist einfach nur simuliert. Die existiert aber gar nicht. Aber jetzt Umschalten E machen. Seid ihr hier auf. Main Exit is opening. Aber wir sehen, es öffnet sich auch keine Tür. So, unser Fluggesellschafter dürfte jetzt auch wieder zurück sein. Der sagt, alles ist okay. Wir removen die Pitot-Covers. Die Oil Pans werden jetzt auch abgenommen und die Mechanic Stands werden auch entfernt. Unsere Crew steigt an Bord. Wir genießen jetzt kurz das Boarding. Und dann geht es auch gleich los mit IFR Clearance Engine Startup. Der Ruhe, wir haben dann den Luftdruck 8520
Ich habe mal kurz die Pause genutzt, um mir kurz die Nase so leicht erkältet. Ich entschuldige mich da mal ein bisschen. Was wir jetzt hier machen können. Wir schließen jetzt die Main Cabin Treppe machen wir schon mal zu und wir schließen auch die Cargo Doors. Ah, München Ground ist da. Das ist auch schon gut. Da können wir nachher die Grenze machen. Wir werden noch ein bisschen auf der Grenze. Das ist ganz schön. Wir bereiten jetzt alles vor für unseren Abflug. Wir schalten schon mal die Generatoren für die beiden Triebwerke ein. Triebwerk 1, 2, 3 und 4. Die sind jetzt ready und gearmt. Wir schalten die Inverter an. Nicht auf Stamper, sondern auf An. Das versorgt die Flugelektronik. Wir sehen hier auch schon ein paar Warnmelder an. Die sind jetzt hier primär Oil Pressure Warnings. Und hier geht auch noch der Warner an für Cabin Door. Also alles komplett normal. Hier sieht auch alles gut aus. Die Inverter reagieren. Die Autofasers reagieren auch. Das sieht gut aus. Ausgucken, wir sehen hier. Was ist das für ein Mikrobus? Jetzt muss ich mal selber gucken. Also, wir sehen hier wieder Best of GSX. Oh, göttlich, ich sehe es. Die Firma ist doch eine Katastrophe vor dem Herrn. Also, so ein kleiner VW-Bus, ja gut, kann man so viele Leute stapeln, ja, machen wir mal, wa? So, ich drehe erstmal wieder den Flugsound hier ein bisschen lauter. Wenn es zu laut ist, hoffe ich, dass wir das sehen, dann im Notfall muss ich halt den aktiven Sound rausdrehen. Ich zeichne, wie gesagt, diesen ganzen Sound hier nochmal mit Audacity separat auf. Dementsprechend sollte das jetzt nicht so problematisch sein, ich hoffe es zumindest, aber... Iraqi 456, line up, runway 26 right and wait. Nachher muss ich noch ein bisschen lernen, leider muss ich es. Line up, runway 26 right and wait, 26. Ich poste das bei Portal Best of GSX in unseren Discord. So, was können wir noch vorbereiten? Wie gesagt, das Anlassen der Triebwerke und Co., das machen wir hier noch alles selbst. Alles danach wird dann den FTD-Engineer überlassen. Das Gewitter gefällt mir da immer noch nicht. Wir öffnen die Kühlklappen der Triebwerke. Das ist ein relativ wichtiger Schritt. Kellam 70, ich kriege ein bisschen mehr Luft, gleichzeitig können sie ihre Wärme ablassen beim Start. Beim Start können sie auch Level 150. Wir stellen die Treibstoffversorgung her. Bedeutet, alle Fuelhebel gehen auf Main. Iraqi 456, the wind 250 degrees, 15 knots, runway 26 right, you're clear to take off. Ich mal hier kurz mal die Arme weg. Runway 26 right, clear to take off, Iraqi 456. Wir bringen die Mixture Lever schon auf Bridge. Oh, sind sie schon auf Bridge geschaltet, gesichert.
So, teilweise vorbereitet. Wir drücken einmal die Taste B und D, nur um sicherzustellen, dass unser Kompass und die Artikel richtig eingestellt sind. Kann man hier auch alles eintreten, gemerkt. So, Boarding ist completed. Wir drücken einmal Taste umschalten E in meinem Fall. Main Door is closing. KLM 70, proceed direct Unken. Direkt zu Unke, Kellen, die Temperatur aussieht, die ist immer noch affenwarm. Das liegt jetzt auch primär. Wir hatten noch keine Lüftung aktiv. Das geht auch erst, wenn das Triebwerk läuft, leider Gottes. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wir können hier natürlich noch hier die Heater schon mal anfahren. Also das sind hier der Main-Schalter, Cabin-Heater, Master-Heater. Die wollen wir nachher, wenn es etwas spaßiger wird in der Luft, weiter oben ist es nämlich etwas kühler. Und dann Lucky 456 identified, altitude 3100 feet, climb flight level 190. Climb to flight level 190, Lucky 456. Dazu über, dass wir die Hauptkabinentür schließen. Wir sind schon mal dran. Wir schließen die Hauptkabinentür, die wird jetzt gerade geschlossen. Die Parking Brake kommt noch rein. Hier, ich bin ja vergessen. So, wir gucken, dass wir hier die Controller was haben. Kommt auch keine Warnung, das ist schon mal gut. Die Marker schalten wir ein. KLM 70, confirm your requested flight level is only 230 or would you like higher? So, München Ground 121.75. Das ist das kleinere, 125. We like to step climb to 3. So, wir sind jetzt auf München Ground. Was wollen wir auf München Ground? Wir holen uns unser IFR Clearance. Was ich gerade noch kurz vorbereite, ist, ich gucke gerade noch mal auf die Karte von Berlin-Tegel, damit ich auf meiner Karte schon alles vorbereitet habe. Nämlich, wenn ich hier gleich hier abhebe, werde ich nicht eine finale Sache noch nachher brauchen. Die möchte ich dann nicht, wenn wir auf dem Final sind, haben. Ich trage mir hier gerade nochmal den Kurs und die ISS-Frequenz von Berlin-Tegel ein. Ich werde euch nicht kurz zeigen, wie man den Localizer, also einen ISS-Approach quasi in der Maschine macht. Wir werden jetzt den Autopilot quasi anfliegen. Müssen wir gucken, wie das Wetter ist, wenn es wieder anfängt stark zu regnen. Und gucken, wenn wir so mit dem Autopilot durchziehen. Und dann kurz vor dem Minimum werden wir dann den Autopilot rauskicken. Ansonsten fliegen wir das Ding auch manuell, da habe ich jetzt auch das kleinere Problem mit, das geht ganz gut. Wir haben jetzt die Frequenz 110.1 für Tegel, ITLE. Tegel hat auch ein ADB, der ist auf 302.1 und die Tegel VR. Habe ich das hier rein zufällig irgendwo, Tegel VR? Das Löwenberg VOR, das ist das falsche. Fürstenwalde VOR ist auch immer ganz nett, aber will ich nicht. Ich will das Tegel VOR. Tegel VOR, das ist ja, das hat die Frequenz 112.3. So, wir sind ein bisschen vorbereitet. Wir haben unsere älteste Information. Ich rufe hier bei VPilot einfach nochmal die neueste Information ab, weil wir haben es in Grauen. Bedeutet, das hat sich auf Lima geändert. Wir gucken nochmal nach. Richtige Frequenz. 121.7. Wir sind zwar falsche Frequenz. 121,5 war ich eingestellt. Wir müssten aber auf 121,775 sind wir. Wir müssten aber eigentlich auf 121,775 sein. Falsche Frequenz, aber ein unschöner Fehler. 104 stand 904 request pushback and setup. Bridgecarga 494 push and start approved. Push and start approved, hey Bridgecarga 494. Ich drehe hier schon mal die Tegel ADF ein, weil wir werden heute hier nicht mehr ADF in München brauchen. 3, 2, 1. Frequenzwechsel, Flight at Z. Timer ist an, wunderbar. Munich Ground, good evening. Windmill 8537, stand 173 with information. Lima, aircraft type is a Douglas DC-6 Bravo. Request IFR clearance to Berlin-Tegel.
0857 München Avron, hallo, Lima Select, Startup is approved, clear Tegel, input 2 November departure, flight plan route, initial climb level 70, squawk 2335. Clear to Tegel via the input 2 November departure, initial climb is flight level 70, squawk 2335, wind me 8537. 8537, read back correct. So, wir haben unser FA-Clearance, wir haben unseren Squawk. Der Squawk ist vor allem wichtig. 2335. So, wir gehen auf Expander. Also Expander ist quasi der Squawk-Sender. 2335. Enter. Wir sehen, unser ganz Wundercode hat sich jetzt geändert. Wir sind in Mode Standby. Wir gehen auf Mode On. Wir reporten noch nicht Altitude, wir sind noch nicht Mode Charlie. Mode Charlie brauchen wir gleich, wenn wir pushbacken, aber so übermitteln wir schon mal unsere Daten an München. Wir bereiten jetzt alles für den Triebwerkstart vor. Wir werden zuerst Triebwerk Nummer 3 starten. Das ist das Innere der Triebwerke. Bedeutet, der Engine Selector geht auf Triebwerk 3. Wir schalten das Beacon Light on. Beacon Light hier ist sehr wichtig. Wir warnen unsere Umgebung. Normalerweise würden jetzt hier auch unsere Ingenieure kommen. Die würden jetzt alle hier bereitstehen. Und würden uns dann mit drei Fingern in der Luft zeigen, hey, Triebwerk 3, und mit der zweiten Hand drehen, um uns zu signalisieren, Triebwerk 3 ist frei zum Anlassen. Wir müssen hier selber prüfen, steht hier irgendwer noch in Wege rum, der aus Versehen dann von den Triebwerk erschlagen wird. Ach ja, ich habe ja noch versprochen, den Workaround zu machen, dann machen wir den auch noch schlink. Der ist wie gesagt so basierend auf Buffalo Airways Workaround. And 10 Translations, München Apron is shortly away, be right back 1 or 2 minutes next month. Okay, da haben wir jetzt Kaffeepause zwangsweise. Wir würden quasi hier aus unserer Maschine von unserem Cockpit aussteigen. Und unser erstes hier sind die Triebwerke. Buffalo Airways hat einen sehr schönen Tipp gebracht, wie er noch solche Radialtriebwerke hier verwendet. Die drehen immer den Propellerschaft, ihr seht hier den unten, die drehen sie immer nach unten komplett, auf allen Triebwerken. Das hat einen ganz einfachen, simplen Grund. In Wind, Nebel und Regen siehst du meist noch die Triebwerksgondel, aber meist die Propeller nicht. Und bevor irgendwer gegen die Propeller läuft, veränderst du oder so, weil die meisten Propeller sind so in der Luft und der eine ist immer direkt auf dem Boden, 90 Grad unterm Triebwerk. Und da hat man gute Chance, dass man nicht dann gegen dieses den Propeller mal kleistert. Die Dinger sind teuer, das sind Stamet Hamilton Propeller, die sind beheizt, das sehen wir hier an diesen schwarzen Manschetten, die können also beheizt werden, das soll Vereisung verhindern. Was wir hier drüben sehen, ist nicht etwa das Landing Light, das ist ein Lufteinlass für die Klimaanlage. Wir prüfen einmal, wenn wir jetzt regulär als Ingenieur werden, würden wir einmal den Propeller ein bisschen drehen. Das hat folgenden Grund, wir gucken, ob ein Hydraulik-Lock ist. Also was ist ein Hydraulik-Lock? Ich habe ja vorhin erzählt, es gibt ja hier die Abschaltung, es gibt aber auch ein Hydraulik für Triebwerke. Bedeutet, was passieren kann bei solchen Radialtriebwerken. Wir haben jetzt 12 Zylinder drin. Kann man das vielleicht gut sehen? BMDG war da eigentlich relativ fleißig. Ja, man sieht sie hier, hier ist ein Zylinder, ist noch ein Zylinder hier, hier, hier oben, da, da. Also 12 Stück sind hier rundherum verteilt. Das Problem ist, wenn so ein Triebwerk steht, die Flüssigkeiten unterliegen witzigerweise auf der Erde und die Erde ist rund, falls mal wieder Fragen auftauchen, ja, die ist wirklich rund, der Schwerkraft unterworfen, bedeutet, die gehen nach unten. Dann haben wir auch hier Flüssigkeiten drin und das sind einfach wirklich wie bei einem Automotor, bei einem klassischen Automotor Zylinder. Und wenn da eine Flüssigkeit drin ist, eine Flüssigkeit zu komprimieren, das funktioniert leider überraschenderweise nicht. Dann kommt es zu einem sogenannten Hydraulik-Lock, bedeutet, dann bewegt er sich nicht mehr. Ganz blöde Geschichte. Freut sich der Ingenieur, da muss da was abgepumpt werden, weil wenn man dann den Starter reinkegelt und der versucht mit aller Kraft durchzuprügeln, ist das Einzige, was man erreicht hat am Ende, dass der, die Stangenverbindung der zum Crankshaft letztendlich bricht, also quasi an den Zylinder selber, der mal nach oben bewegt, ist eine kleine Stange angebracht, die dann wiederum zum Schwungrad führt, beziehungsweise in dem Fall zum zur Nockenwelle, das heißt Nockenwelle, bin mir gerade selber nicht so sicher, also die, wo die ganzen Zylinder zusammengeschaltet sind, um die Drehbewegung zu erzeugen, und der würde sich dann verbiegen, ist ein wunderbarer Motorschaden, kann bis zum Kolbenfresser werden, keine schöne Sache, will man nicht. Wird geprüft,
bewegt sich das, ist hier irgendwelche Verunreinigungen, kann man irgendwo sehen, ein Riss im Zylinder, die sieht man bei den großen Zylindern, sieht man die relativ meistens sehr gut. Wir gucken uns die Propeller an, sind die Propeller okay? Die Propeller sehen sehr gut aus. Wir halten auch unseren Blick so ein bisschen auf die Kabine, gleich sehen wir irgendwo eine Delle, ein Loch oder irgendwo ein Bumper, wo hier zum Beispiel auszusehen, wer mit seinem Fahrzeug gegengeknallt ist, das kann die Druckkabine beschädigen, da muss geguckt werden. Da sehen wir schon mal nichts hier. Wir sehen uns auch an die Kühlklappen. Die Kühlklappen sind offen. Wunderbar. Sehen wir hier irgendwo Öl. Hier unten sind solche Ölpans immer angebracht, wenn sie steht. Der Ingenieur sieht das meistens schon daran, wenn in diesen Ölpfannen sich Öl gesammelt hat, dann ist das immer ein ganz böses Zeichen. Muss man das auch überprüfen. Aber die wurden jetzt mittlerweile auch schon entfernt. Wir gucken mal nach. Ist hier irgendwo Öl auf dem Boden? Wir sehen kein Öl. München Prince, back. Thank you for the patient. Mal ein bisschen ran. Hier ist die Triebwerksschacht. Wir gucken nach, ist hier irgendwo noch ein roter böser Stift, der verhindert, dass das Fahrwerk reinkommt? Nein, wir sehen keins. Ist die Klappe verformt oder so? Ist auch alles okay. Bridge Cargo 4904, request taxi. Wir sehen uns hier vorne noch das Profil, das sieht auch alles gut aus. Bridge Cargo 4904, taxi, entry, Sierra 5. Wir zwei Via Romeo, Sierra 4. Sind hier irgendwelche Klappen offen oder ist der Flügel beschädigt? Hier sieht alles okay aus. Jetzt haben wir hier so einen komischen Kettungsklappern weg. Licht ist an, das sieht auch okay aus. Gehen wir ja mal rum, gucken wir mal nach an den Klappen. Sind die Klappen okay? Das sieht dann auch ganz gut aus. Hier ist keine Beschädigung. Diese Spikes hier sind Blitzableiter letztendlich. Da schlägt der Blitz ein, wenn wir durchs Gewitter fliegen. Das sieht auch gut. Die Trimmung ist auf neutral gestellt. Das sieht man hier. Bridge Cargo 4904. Gehen wir weiter. Sieht alles okay. Bridge Cargo 4904, Dixie. Schärfe sind okay. Romeo, hier sind die vier Dampf-Valves. Guck mal, ob die drinne sind oder ob die Flügel rausdroppt oder so. Da sieht aber nicht danach aus. Bridge Cargo 4904, korrekt. And it's entry Sierra 5. Alles okay. Your target is entry Sierra 5 for the April 1. Hier sehen wir mal, hier oben sehen wir unser Beacon. Da entry Sierra 5 for April 1. Ja, Bridge Cargo 4904. Dann sieht man auch blinken die ganze Zeit. Wenn man näher rangeht, hört das nämlich auch überraschenderweise. Das ist halt eben nicht Standard. Naja. Hier auch nochmal hier geguckt, ob hier die Klappen okay sind. Was wir hier hinten haben, ist für die Frachtversorgung sehr interessant. Hier kann man so einen Halter anbringen, das verhindert, dass die Maschine nach hinten überkippt. Transatrie 0 Alpha Hotel, Pushing Start Approved, Phase. Ruder sieht okay, Elevator sieht okay aus. Doors sind okay, das ist also auch so ein Pre-Check, den auch der Pushback-Fahrer einmal machen wird. Hier auch nochmal, auch hier drüben, dieselbe, die auf der linken Seite okay sind. Dann gehen wir hier rüber und gucken mal hier rein. Das ist für die Druckkabine, den Supercharger. Da wird Druckluft angesaut. Das ist sowas, was früher, was in den A320 dann als Ram Air bezeichnet wird. Die nutzt diese Maschine halt auch noch mit. Weil wir haben keine Turbine quasi, die die Luft komprimiert und uns dann quasi in die Kabine pumpt. Das macht hier wirklich dieser Scoop. Deswegen haben wir auch gerade keine Klimaanlage anlaufen. Gucken hier auch nochmal nach, zum Beispiel nach den Landing Lights. Ist hier alles okay, weil das ist das Landing Light, das klappt aus. Das ist auch wohlgemerkt unser Taxi-Light. Hier nochmal zurück, kontrollieren. Lampen sind an, das sieht gut aus. Wunderschöne Fred and Whitney Triebwerke. Sehen alle wunderbar gut in Schuss aus. Die Fenster sind offen, das ist komplett normal. Hier sind nochmal so ein paar Static Sport, die sind vom PMDG leider nicht simuliert. Ein bisschen schade. Hier hätte man so viel mit PBR machen können. Ja, ein bisschen haben sie gemacht. Ganz leicht sieht man es. Aber hätten sie mehr machen können. Luftdatatrie in Kisera, München, Elbrun, Hallo. Hey, das ist Mike, Start approved, clear Wien, Biber 3 November Departure, Flight Plan Route, Initial Climb, Flight Level 7-0. Unser externer Schwung. Wir sind NDB-Empfänger. Jetzt müssen wir wieder in unsere Maschine reingehen. Unsere Passagiere sind ja auch schon geduldig. Wegen wir weit. Wir lassen uns jetzt vor. Luftdatatrie in Kisera, Reback korrekt. Prepare for Pushback and Departures. Do you want to start engine before pushback? Natürlich wollen wir das vorher machen. Kommt dort ein Motion. Das bricht dafür eine andere Haltung, aber okay. Hello, Captain. We are ready for pushback. Locking gear. Guck mal schon mal hier böse nach links und rechts, ob uns hier irgendwer vermutlich die Taxiroute blockiert. Das sieht mir nicht danach aus. Startup ist auch schon erprobt, oder wir dürfen auch unser Triebwerk anlassen.
So, mit der IFR Clearance bekommen, das ist der wichtigste Punkt. So, Nase soll nach rechts, Tail nach links. So, in dem Moment würde jetzt der Flugingenieur sich hier bereitsetzen, der Co-Pilot würde jetzt aus seinem Fenster gucken, würde dann die Rotation des Triebwerks zählen und würde clear prop aus dem Fenster schreien. Sollte sich dann doch noch irgendwer geistesabwesend vor dieses Triebwerk stellen. Was wir machen, wir aktivieren die Magnetoschalter. Die sind bereit. Magneten sind scharf. Und wir zählen. Wir werden dann gleich auch den Counter hören vom Co-Piloten. Wenn wir die 3 hören, aktivieren wir den Primer. Wenn wir die 9, drücken wir dann die Booster. Das ist also dann 9 Blade-Bedrehung. Das ist so ein kleiner Tipp, den ich festgestellt habe, funktioniert am besten, um die Triebwerke zu starten. In Real Life sind das sprunggefederte Schalter, bedeutet, man muss den Starter und Safety synchron drücken und Primer und Booster auch selber drücken. Das nimmt uns die PMDG ab. Das ist nur ein Klick. Und wir beginnen jetzt den Triebwerk starten für Triebwerk Nummer 3. Wir aktivieren die Fuel Pump Nummer 3. Das Triebwerk wird jetzt mit Fuel versorgt. Wir geben ganz wenig Leistung zu, dass der Triebwerksfluss da ist. Ja, ist 3, der Primer kommt rein. 6. Nein, wir schalten jetzt auf Außenansicht. Luftwaffe Trienki, Serra, Bush, geprüft, Face North, Whiskey 2. Und wir sehen, da ist das Triebwerk beim ersten Startversuch nicht angelaufen. Wir warten kurz, bis es ausgedreht ist. Wir kontrollieren nochmal, ob alles aktiv ist. Wir haben die Mixture sind on. Die Fuel Lines sind gesetzt. Mal wieder böse, wenn man die vergisst. Das ist auch okay. Aber das kann verschiedene Gründe haben, warum der nicht angelaufen ist. Wir probieren es einfach nochmal. 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heute wieder nicht. Ich liebe diesen Vorführeffekt. Magneto aus, vier Pump aus. Lufthansa 3-0 Alpha Hotel, Taxi Entry November 4, via aus. Delta 3, Orange Line, Set. Oscar 2. Taxi Entry November 4. Delta 3 and Oscar 2, Lufthansa 3-0 Alpha Hotel. Exit lights. Okay. And Abbott Cargo 494, you can taxi entry November 2. Taxi entry November 2 via Whiskey 1. Taxi to November 2 via Whiskey 1, Abbott Cargo 494. Onsen Apron, very good afternoon, QAT 328 at gate 220, information, mic on board, requesting IFR clearance to Luxembourg. QAT 328, München Apron, hallo, it is mic direct, startup approved, clear to Luxembourg, Olaso 2 November departure, flight plan route, initial climb flight level 70, squawk 2316. Okay, Roger, QAT 328 is clear to Luxembourg, Olaso, to November transition, then flight plan routes, initially climb flight level 70, squawk 2316. QAT 328, readback correct. Vor allem müssen wir jetzt ein bisschen warten, ich bin jetzt wieder ein bisschen erstaunt, dass er jetzt wieder nicht anspringen will. 12. Ja, übernimmt sie, wird er keinen Sprit bekommen.
hier, wir schalten mal da komplett ab. Wir schalten die 4 Pumpe, die 3 ab. Also, oh Gott, stimmt hier den. Sehen wir nicht. Wir gucken uns mal die 4 an, ob die gleich anspringt. Ich habe eigentlich auch ganz selten, dass die mal wirklich auf Anhieb alle anspringen. Also normalerweise ist die 3 nicht immer, die immer anspringen. Meistens ist die 2, die Zicken machen. Dann machst du mal die 4. Danke, Average Chicago 494, Contact Tower 118, Decimal 7, bye bye. Tower 118, Decimal 7, Average Chicago 494, thank you, bye bye. Lufthansa 3 Yankee Sierra, Taxi Entry November 4 via Whiskey 2 Delta 1. Entry November 4 Whiskey 2 Delta 1, Lufthansa 3 Yankee Sierra, vielen Dank. 6. Fand er das jetzt? Also, weil er war nach dem. 3. 6. 9. Das läuft an, das sieht man hier auch ganz gut. Hier sieht man richtig das Öl, was rauspumpt. Das ist normal bei so einem Start. Jetzt wollen wir noch die 3 kontrollieren, ob die 3 jetzt wirklich nicht anspringen will oder doch. Hier ist auch ein bisschen mehr Strom, weil jetzt ich gesagt, der zusätzliche... Da ist, wir schalten die Pumpe für 4 ab. Geben. Den Mixer auf On. Lufthansa 3 Yankee Sierra, Contact Tower 118, das war 7, bye bye. Tower 18, 7, tschüss. Lufthansa 3 Zulu Alpha Hotel, same to you, Contact Tower 18, 7, bye bye. Contact Tower 118, 7, danke. Ah, jetzt springt auch die 3 an, wie gesagt. Ihr seht, sie ist etwas eigenwillig, aber jetzt hat sie es. Push. Manhattan Abram, hello. Wir schalten jetzt hier auf Main Battery, aber die externe Power wird disconnected. Wir lassen jetzt auch die V-Shocks removen. V-Shocks are removed. Kom, Trivan 2, Abram, hallo, Roger, Stamper Short, call you back. Copy, standing by the wrong Trivan 2. At Munich Ground, Windmere 8537, Gate 173 is ready for Bushwick. Windmill 8537, Bushwick approved, face north, machen via blue line. Bushwick approved, facing north and via blue line. Taxi out, Windmere 8537. So, ich packe ihn aus. Commencing push. All engines clear, start at will. Ladies and gentlemen, my name is Susanna and I'm your chief flight attendant today. Bushwick läuft an, wunderbar. Dann bereiten wir jetzt den Start des nächsten Triebwerks vor. Abram, QFF 328, requesting pushback and then the start up from 10 to 20. Mixer on. QFF 328, pushback approved, face north on Whiskey 2. It's not with the C2H. Charom 312, ready to copy? Hey, Farm Farm 312. Charom 312, 8 is Mike, startup approved, clear to Bucharest via Kirti 3 November departure, flight plan route, initial climb flight level 70, squawk 2326. Beim Einschalten hilft. Aha, wir sehen. Wir direkt. Packen wir jetzt. Direkt auf Triebwerk 1. Führpump aus. Nächste Führpump an. Magnetos on. Und die letzte Führlein geht an. Ich rufe
rufen unterdessen schon mal die Taxikarte für München auf. Immer wieder richtig. München ist ein riesen Flughafen. Kann man sich selber verlaufen. Und ich November 1, November und dann rüber. Tow truck disconnected. Bypass being removed. Start Triebwerk Nummer 1. Und die 1 läuft ohne Probleme an. Wie gesagt, 1 macht immer Zicken. Normalerweise ist es die 2, heute war es die 3. Left is clear, right is clear. Dann einfach mal das andere Triebwerk starten. Meist brauchst du dann einfach ein bisschen mehr Strom anzulaufen. Das ist ein interessantes Problem. So, die Triebwerke laufen an. Wir schalten die 4 Booster Pumps ab. Wir sichern den Engine Start Selector. Wir machen unsere Scheibe zu. Und übergeben die Triebwerks- und Flugkontrolle unseren AFE. Die Vorstart haben wir selber gemacht. Wir übergeben das jetzt unseren Ingenieur. Was wir nur noch machen, ist den Pitot Heat einschalten. Static Heat. Das sieht uns an. Und wir aktivieren den Start. Start. Off and off. Battery switch. Plane battery. In the ground, looks like a 2295 approaching November 3. Mobbed. Ground power. Removed. After start checks complete. So, wir sehen, es ist complete. After start checks complete. Lufthansa 2295, München Elbrand. Hallo. Taxi Gauge 256 via November 3, Delta 1, Oscar 2. Delta 1, Oscar 2, Gate 256, Lufthansa 2295. So, jetzt immer Zettel bereithalten, weil die Taxi einmal 5 Stunden länger sein. Munich Ground, Windmill 8537 ist ready for Taxi. Windmill 8537, Taxi, Entry November 2 via Whiskey 1. Entry November 2 via Whiskey 1, 8537. So, bedeutet, wir fahren nicht geradeaus, wir müssen sogar mal abbiegen. So eine Schweinerei. Ist jetzt nicht so schlimm. Bedeutet, wir erhöhen jetzt die Triebwerksleistung ganz ein wenig. Wir haben immer noch Triebwerkskontrolle. Parking Brake geht raus. Einmal ganz langsam Schub geben. Ja, jetzt räumen wir auch an. Zur Kontrolle, ob wir uns bewegen können. Es funktioniert. Bremse getestet. Wir testen unsere Beweglichkeit. Ja, wir sind relativ schwer. Wir brauchen jetzt hier ein bisschen Hilfe beim Anrollen, da brauchen wir die Technik ein bisschen stärker laufen. Windmill 8537, Contact Tower, 118.7, tschüss. 118.7, 8537, schönen Abend noch, ciao. Danke, Tito. Wir rollen jetzt hier auf Entry Number 2, rollen auf die Brücke noch rauf. Kuwaiti 328, Taxi Entry November 4, via Whiskey 2, Delta 1. So, wir bleiben jetzt hier auf der Brücke stehen. Triebwerke gehen auch weiter. So, bleiben wir ein. Wir schalten jetzt auf die Towerfrequenz 118.7 rüber. Other exits may be opened if above the waterline and the slides detached for the use as a flotation device. As you leave the aircraft, inflate your... Wir schalten unseren Transponder jetzt auf Full. Also Mode Charlie. Lufthansa
Panzer 3 Yankee Sierra, contact Wien 134350, guten Flug, tschüss. Wien 134350, Yankee Sierra. Ebenso, tschüss. Guten Abend, mit mir 8537, Exit November 2. Mit mir 8537 München, Servus, Taxi Holding Point, Runway 26 right, via November. Are you able Alpha 10? Alpha und available for Alpha 10. Then make it Alpha 10, danke. Exit Holding Point, Runway 26 right, via Intersection Alpha 10, via November und Alpha 10, 8537. So, wir machen so Intersection Takeoff. Wir lassen jetzt unseren AFE schon mal Before Takeoff Checklist machen. Die Klappen gehen auf 10. Bring me Bravo Hello, TBM November 897 Golf Quebec inbound, Mike 11000. November 897 Golf Quebec München, Servus identified. Information is Mike, expect the ILS 26 right. Information Mike, ILS 26 right, TBM 7 Golf Quebec. Tower Quality 328, hello, good afternoon, approaching November 4th. Bridge Cargo 494, line up runway 26 right. Line up runway 26 right, Bridge Cargo 494. Kuwaiti 328, München, hello, taxi holding point runway 26 right, via November Alpha 14. So, Alpha 10 kommt etwa eine Abbiegung nach. Okay, Roger, taxi to holding point 26 right, via November Alpha 14, Kuwaiti 328. Windmill 8537, there will be a 777 coming out of November 4, give way to him. Giving way to the 777 from Kuwaiti on November 4, 8537. Okay. Kein Problem. The 30 Alpha Hotel, climb flight level 240. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. 777, riesige Triebwerke, Turricanus, November 3 und Alpha 10 ist die nächste aus. Also jetzt kommt jetzt erstmal Alpha 5, Alpha 8. Frag mich nicht, warum die so ist, die Münchner. Alpha 8 und Alpha 10. November 1 via Mike and Alpha 4. Wir texten jetzt der 777 hinterher. Wir sehen, es wackelt hier alles. Der Kompass ist deswegen mit dem Bungee-Sign gesichert. Average Cargo 494, the wind 250 degrees, 19 knots, runway 26 right, clear for takeoff. Runway 26 right, please take off, Bridge Cargo 494. Wir sehen, die Taxi-Lights sind auch schon rausgefahren, bzw. die Landing-Lights. Wir missbrauchen die halt auch als Taxi-Light. Ein bisschen mehr Schub geben. Die Dame ist alt, die braucht immer ein bisschen. Lufthansa 30 Alpha Hotel, Maastricht, 135.45. Guten Flug. Ja, also ein bisschen die Treibstoffanzeigen machen. Wellen sieht gut aus, mehr als genug drin. Autonave sieht auch ganz gut aus. Da müssen wir nachher ein bisschen Crossfeed machen, vermutlich. Sicher auf einem Busy Airport und dann mit so einer Lahmmaschine, also da werden wir ein bisschen Spaß haben. Ich würde mich wundern, wenn sie uns vor der 777 rauslaufen. Ich bezweifle es so ein bisschen. Windmill 8537, line up runway 26 right. Line up runway 26 right bei Alpha 10, 8537. Ja, müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht der Kawati da in den Hintergrund fahren. Lithuania 410, contact apron 121.775. Have a nice day. Thank you for your collaboration. Lithuania 410, contact ground. Wo ist München? Ja, neben. Doch, München Center ist online. Ja. Bridge Cargo 494, identified 4100 feet, climb flight level 190. So, Vorbereitung für den Takeoff. Climbing flight level 190, Bridge Cargo 490. Die Position leitet auf Flash.
Das ist quasi die Strobes-Variante der DC-6. Wir stroben mit unseren Navlines. Windmill 8537, Wind 250 degrees, 19er Knots, runway 26 right, clear takeoff. Yeah, for takeoff runway 26 right, and just for information for you, we have a climb rate of maximum von 1200 feet per minute. Roger that, dankeschön. So, es ist leider trocken geblieben, bedeutet, wir brauchen leider nicht die Water Injection, die würden jetzt auch zugeschaltet werden. Das macht er aber hier wieder Take off Dry or Wet. Wir gehen auf Take off Dry. So ein bisschen warten, bis wir auf der Runway sind. Und jetzt gehen wir Dry frei. Probability 328, line-up runway 26 right. Roger, the line-up runway 26 right, probability 328. Ja, der geht hier auf Full Power, sehr schnell. Airport Chicago 49er, 4-5er climb level 240. Climb at level 240, Airport Chicago 4-4. So, er erwartet jetzt hier, dass wir abheben. Vertical Speed ist erwartet. Wir kommen jetzt auf unseren Abhebegeschwindigkeit. 100 Knoten. Ich versuche immer noch so 4 von der Bahn mitzunehmen, wie geht. Damit wir relativ schnell sind, damit wir die Klappen auch gut reinkriegen. Jetzt hoch mit der Nase. Da kommt sie. Die Nase kommt nach oben. Wir sind jetzt airborne. Die Fahrer kommt hoch. Der Marker. Gear up, lights on. Ein bisschen nachtrimmen. Windmill 8537, identified 2000 feet. Climb flight level 140. Climb flight level 140, 8537. Wir nehmen hier jetzt ein bisschen Arbeit ab, indem wir die Klappen einfahren. Die Bremse ist nämlich ein bisschen aus. So, wir gehen jetzt in Autopilot rein. Station calling, flight level 300, say again. I'm saying that is flight level 300 available instead of flight level 320? I still didn't understand the call sign. Say your call sign again. Call sign is QWERTY 328. Ah, QWERTY 328. The flight level 300 is no problem, yeah. I will change it for you. Okay, thank you very much. As we thought, like, I prefer to keep it low at that price. Cairo, all beide drin. Irgendwann hier, Brot, GBM, Slam, Golf, Quebec, wir sind wieder da, Internetprobleme. Jo, ich hab's gemerkt, du warst weg, November 897, Gold, Quebec, dann Left Heading 1. Erst hier den kleinen Hebel rein, also die Gyro Start-Logik. Da muss man vorher auf diesen Gyro-Mod sein. Also Hebel ganz links, dann hier den Gyro-Mod-Hebel rein, dann den Autopilot-Haupthebel rein. Und sobald der dann drin ist, kann man hier auf Localizer schalten. Wir sind auf GPS-Mode, also wir fliegen jetzt wieder auf GPS-Mode. 494, Contact Maastricht, 135.450. Have a nice flight, bye-bye. 135.450, so, Airbus Cargo 494, thank you very much. Wir reduzieren den also quasi ein bisschen in der Climb-Art runter. November Golf Quebec, descend 4000 feet on QNH 1012. 4000 feet, QNH 1012, TPM ist aufgewählt. So, wir sind auch schon auf Climb Power.
November Golf Quebec, roll out, heading 110. Also wichtig ist quasi hier dieser Hebel. Heading 110, first rein. Sicherstellen, dass man auf Gyro Pilot ist, Autopilot Master rein. Dann kann man auf Localizer schalten. Wenn man in GPS-Modus ist, folgt man dann den GPS. So, um die Höhen, Steigraten und Geschwindigkeiten zu kontrollieren, sind hier so kleine Rädchen an der Seite. Der steht gleich, also wenn wir so ein bisschen nach vorne drehen, dann reduzieren wir die Steigrate. Sie steigen ein bisschen langsamer. Hier passieren auch schon unsere Kampf. Comedy 328 identified passing 4100 feet. Clampside Level 240. Ja, Minitumetall hilft da immer so ein bisschen, dass man nicht da Ärger bekommt in der Geschichte. Wir kleiden ganz gut raus. Der Turnhebel, den brauchen wir nur für den Jarpot, das ist dann für Headings. Wieder gut im Climb, 140 Knoten, 150 Groundspeed gerade. Die Lappen sind hochgefahren und retracted, das sieht gut aus. Hier müssen wir ein bisschen gucken, dass wir die Main Tanks nicht zu stark missbrauchen. Also auf welche 1-0 werden wir auf die Alternate hochschalten. Hochschalten besser gesagt. Anflugrate von 8000 Fuß pro Minute. Wir sind auf Kurs, immer die Daten hier ganz gut verfolgen. 1-2-3-900, nicht der Departure. Ob ich das jetzt schon eingestellt habe. Wir sind zwar immer noch auf der Turmfrequenz, weil er hat vermutlich nicht gemeint, dass wir auf der Turm sind. Also natürlich nicht an München weitergegeben, weil er selber München ist, kann auch zu Problemen führen. Daher Crosscut sollten wir nicht kein Problem haben. Auch wenn wir nicht mehr hören, müssen wir da mal umschalten. Aber die Formation ist da ein bisschen hinterhältig. So, dann haben wir der nächste Controller für uns ist München Center, der ist aber nicht online. Genau, es ist nur Euro Maastricht online. Der wird es aber nicht übernehmen. Wir sind nämlich unterhalb von Flugzeug 245. Also wir werden vermutlich auf Unicorn kontinuieren. Ja, also da online ist Bremen, Raider, Ala-Sektor. Aber das ist halt, wie gesagt, der Ala-Sektor. Der ist für Bremen und Hamburg zuständig. Also da sind wir auch nicht sie würde ich einfach 328 Contact Maastricht on 135.450. Have a nice flight. Wir haben auch, wie gesagt, kein Wetterradar. Das ist schon zu Maastricht Radar at 135.450 for 328. Thank you. Irgendwie sieht es ja auch schon heftig. Da müssen wir auch die Gehrgeschwindigkeit im Auge behalten. Die Turbulenzen können uns da gut durch die Gegend schießen, wenn wir Pech haben. Wir erreichen halt, das ist das Ende unserer SID. Da werden wohl auch erst abgegeben werden. Wir fliegen so lange gemütlich durch den Departure-Sektor rum. November Golf Quebec, November 230, cleared ILS 263. Das hier, Flugfläche 70. Return 230, cleared ILS 263, TBM 7 Golf Quebec. Wir kontrollieren unterdessen immer wieder mal die Leistung unserer Triebwerke. Wir sind unterhalb der roten Linie, das ist wunderbar. Öldruck und Temperatur sieht gut aus. Die Zylindertemperaturen sind okay. Hier haben wir ein bisschen Warnung im gelben Bereich. Das ist aber Carburetor eher. Das ist jetzt nicht so problematisch, weil wir die sind aus. Oil Temperature ist okay. Ist nicht so heiß. Der Oil Pressure ist okay. Fuel Pressure ist mehr als okay. Wir haben relativ hohen Fuelverbrauch gerade. Da sind wir hier an Fuelflow von Triebwerk 4 frisst sogar ein bisschen mehr. Das sieht man auch hier. Das sind vier verschiedene Triebwerke und 1 und 2 scheinen relativ neu und gleichwertig zu sein. Die haben kaum Probleme. Die haben auch dieselben Leistungsindexe. Triebwerk 4 braucht aber, um dieselbe Leistung wie Triebwerk Nummer 3 zu bringen, etwas mehr Treibstoff. Das ist bei solchen Maschinen nicht unüblich. Muss man im Auge behalten. Weil das wird dazu führen, dass unsere Fuel Quantity hier in diesem Main Tank Nummer 4, wo vor Ort gerade unser Triebwerk 4 versorgt wird, stärker belastet wird. Kann man da Imbalance bekommen. Müssen wir ein Auge behalten. Wir werden auch gleich auf die Alternative Tanks umschalten. Wir sind abrufliche 1-0-0. Wir sehen uns das hier an. Aktuell Cabin Pressure Difference.
ist noch kein Problem. Der wird aber auch gleich dazu schalten. Gucken uns die Kabinentemperatur an, die ist schon auf 75 Grad wieder runter. Da hat die Heizung schon zugeschaltet. Die Supercharger sind noch nicht in Verwendung. Aber immer gut im Auge halten. Ah, jetzt sehen wir auch hier, der Kabinendruck steigt. Ja, Climb. Also der Kabinendruck da steigt, das ist die Höhenanzeige für die Kabine. Climbt jetzt langsam mit. Also jetzt versucht die Maschine quasi den Kabinendruck auszugleichen auf Fläche 0,0. Das ist also auch korrekt, dass er jetzt zuschaltet. Wir müssen aber noch nicht eingreifen, wir haben noch immer mehr als nötig. Flight level 230, descending flight level 110, information November. Deswegen gehen wir so ein bisschen auf die Main Tanks gucken, ist relativ simpel. Wir brauchen jetzt für Landung und Go-Round, dementsprechend müssen wir immer gut gefüllt sein. Windmill 8537, currently no ATC ahead for you, leaving frequency approved, radar service terminated. Ich wünsche dir einen schönen Flug, bis bald. No future ATC available. Und dann rüber nach Unicom 85. Bis dann. Schönen Abend noch. Ciao. Das war der Herr Michael Krause. Sehr netter Service. Und was mir gerade beinahe passiert ist, ich hätte hier beinahe wirklich einen Triefer gekillt. Böse Situation. Muss man aufpassen. 1, 2, 2. Das war 8. So. Wir switchen auf Unicom. So, was wir jetzt hier machen, normalerweise, wenn man solche Umschaltungen macht, hält man noch die Treibstoffpumpen an. Das hat einen Sicherungsgrund. Das soll nämlich verhindern, dass der Treibstoffschluss abreißt. Kurz mit dem Squad hier rüber gehen und auf Alternative Tanks schalten. Wir sind jetzt auf Alternative Tanks. Kein Träger ist am Verrecken. Wir schalten wieder die Fuel Pumps aus. Wir werden hier immer noch ganz gut durchgeschüttet, da müssen wir so ein bisschen im Auge behalten. Vorher noch hier die Outside Temperatures ganz gut im Auge behalten. Warum ich das gerade sage, relativ simpel, ansonsten haben wir gleich relativ viel Spaß. Sieht gut aus. Jetzt müssen wir gleich gucken, wir erreichen gleich unsere Höhe. Jetzt müssen wir gleich den Zusatz hier übernehmen, das ist der hier, das, dann hält die Maschine die Höhe. Wir müssen da so ein bisschen nachhelfen, wir werden da so gleich ein bisschen mehr Gleit geben, damit wir nicht so stark da Probleme bekommen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Mal gucken, ob wir die Outside Temperature haben. Ich glaube, es ist eine witzige Anzeige. Ah, hier, Free Air. Wir kommen unter die 0 Grad. Noch nicht problematisch, aber wenn wir hier die Wolken reinfliegen, besteht die Gefahr, dass wir Vereisung bekommen. Bedeutet, wir können, wenn wir Pech haben, müssen wir gleich auch Eisungsmaßnahmen einleiten. Das heißt, wir verbrauchen ein bisschen mehr Treibstoff deswegen, weil wir, wie gesagt, eine warme Luft in die Eisungstaschen. Wir gehen jetzt hier auf Gleit. Jetzt müssen wir gleiten. Jetzt müssen wir in den Hebel rein. So. Dieser Autopilot ist nicht sehr realistisch, also in der Real Life DC-6 wird das nicht so funktionieren, wie ich das hier gerade mache. Der ist auch etwas stärker von FSX Autopilot geklaut. Wir sind relativ stabil, ist aber relativ, ihr merkt schon, es schaukelt. Wir lassen daher auch die fasten Seatbelt-Signs heute mal an. Wir kontrollieren die Heaters und die Fuel Temperatures. Die sind für uns jetzt auch sehr wichtig. Da müssen wir gucken, dass wir hier keine Vereisung bekommen. Fuel Gallons. Anti-Eisenflug haben wir genug da. Das Anti-Static Warf ist okay. Supercharger ist okay. Da müssen wir mal gucken, dass wir den mal auch hochschalten müssen. Aber den Problem haben wir Gott sei Dank nicht. Viel Pressure sieht okay aus. Cabin Heater ist an. Auf 100 Grad. Tail heizt ein bisschen mehr. Auf dem
ersten Blick nicht so schlimm. Wir sind auf Cruise. Und dann habe ich so ein bisschen beschleunigt noch. Jetzt reduzieren wir die Triebwerksleistung ein wenig. Reduzieren auch gleich die Mixtures auf Lean. Wir sehen richtig schön, wie der Fuel Flow immer weniger wird. Wir verbrauchen weniger Treibstoff. Das ist das Wichtigste, was wir jetzt haben. Jetzt geht er aufs Mixture. Den gleich hier, dann geht der Hebel runter. Zack, 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 zack. Da sehen wir richtig, wie der Treibstofffluss noch niedriger wird. Wir haben wenig Treibstoff hier. Jetzt sind wir sehr stabil damit. Damit kann die Maschine ziemlich lange rumfliegen, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Wir gucken den Kabinendruck nach. Der Kabinendruck sieht auch gut und stabil aus. Oil Temperature ist auch noch stable. Water sieht gut aus. Oil Gallons ist auch noch da. Die Hydraulik haben wir auch genug Flüssigkeit drin. Das sieht gut aus. Anti-Icing-Fluid ist okay. Was man hier noch ändern kann. Wir können zum Beispiel unser Ignition Mode noch ändern. Weil jetzt sind wir auf Kurs. Jetzt die Schaltung für die ein paar Schaltungen geändert, dass die Zündzeit ein bisschen anders sind. Auch die Zylindertemperaturen, die sind noch im grünen Bereich, sind aber relativ niedrig. Müssen wir ein Auge behalten, wenn die noch niedriger werden, müssen wir die Carburetor erst zuschalten. Water Pressure ist niedrig, ist aber auch nicht eingeschaltet, ist okay. Die Carburetor ist auf 0 oder auch darunter. Das ist aber zu erwarten. Oil Temperature ist noch im grünen Bereich, ist nicht zu hoch. Außer Temperature round about 0 degrees. Ist aber noch okay. Oil Pressure sieht ein bisschen erhöht, ist auch noch okay. Müssen wir ein bisschen gucken. Der Fuel Pressure ist auch sehr hoch, also guter Druck drauf, nicht zu wenig. Würde der hier drastisch steigen, haben wir so einen Hinweis dafür, dass wir Vereisung im Treibstoff haben. Kann durch Wasser kommen. Das war so ein bisschen im Auge behalten. Fuel Flow sieht auch okay aus. Die B-Map ist okay. Die Geschwindigkeit um die 200 Knoten indicated. Das ist mehr als okay. Wir halten wirklich 140, haben Ground Speed von 250 Knoten. Das sieht gut aus. Wir können hier mal das Fenster zumachen. Wir werden hier mal noch gemütlich durchgeschickt. Dann können wir natürlich das Anti-Eis geben. Wir können die Carburetor kann man auch enteisen. Sollten die uns mal gefrieren, wenn wir prop die Eis. Da müssen wir noch schon gucken. So, bei den Bedingungen, was wir hier haben mit den Wolken und 0 Grad, könnten die uns gefrieren. Hier kommen zum Beispiel die Heater, also die Fuel. Igniter einschalten, müssen wir ein bisschen gucken. Wenn wir auf Crossfit zum Beispiel gehen und alles auf Crossfit haben, dann da braucht noch mal ein bisschen zusätzlich bei. Das verändert das quasi uns bei Crossfit quasi der Treibstoff unten gefriert an der kältesten Stelle. Ich habe Heater, Ignition Selector, Check Single for Cabin. Als Single Injection zum Beispiel. Lassen. Wie gesagt, auch das sind die Hauptschalter hier, Airfoil Heater Master und Cabin Heater Master. Kann man ein bisschen einstellen. Single DS One Ignition. Also zum Beispiel, wenn wir hier so ein bisschen ein Problem, dass die Temperaturen zu hoch werden, für Tail zum Beispiel. Dadurch wird dann auch die Brennrad so ein bisschen runterreduziert. Wir müssen auch hier gucken, hier sieht man auch das Fuel Pressure. Gefällt mir in dem Bereich nicht so ganz doll. Der ist ein bisschen höher als er sein sollte. Sollte man den auch behalten. Kann man
also ein bisschen Vielfalt aus dem Sprung reduzieren, weil die Leistung des Sprung reduziert wird. Meist im Normalfall nicht. Wir sehen jetzt hier ein bisschen. Der ist auch ein bisschen runtergegangen. Man kann halt ein bisschen die Drücke ein bisschen steuern. Hier sehen wir die Temperaturen am Tail. Relativ warm. Das ist normal, weil da kommt die Temperatur ran. Kevin heizt es auch ganz gut mit. Carburetor De-Icer, wie gesagt, da wird eine Enteisungsflüssigkeit verwendet. Nur verwenden, wenn man es wirklich braucht. Das ist meistens nicht im Winter. De-Icer kann man hier zuschalten, wenn man es will. Wir können noch den Windschild-Defroster einschalten, der ist jetzt ja auch relativ wichtig. Warum der jetzt an ist, gehen wir nach. Der ist jetzt hier zum Beispiel von 10 degrees zu 0 degrees. Windschild Heat and Random Anti-Icing, also für die Frontnase. Das ist eine Warnung, Warnung ist Vinyl. Wir müssen mal gucken, wie die Temperaturen sind. Wir haben jetzt um die 0 Grad, 10 bis 0 Grad, der Schalter okay. Bis zum Schluss können wir den nehmen. Wird wir wirklich in richtigen Eisbedingungen sein, müssten wir hier auf den Schalter gehen. Ist halt situationsabhängig. Wie gesagt, wenn wir wirklich hier einen Polen offen haben und es ist kalt bis oben hin. Für die Triebwerke hilft es dann nur noch hier, die Carburetor erst dann aufzuziehen. So viel Luft wie geht, wieder ins Triebwerk zu leiten, damit die Triebwerke nicht vereisen. Sollten die Carburetor vereist sein, durch irgendwelchen Gründen hier noch diese Zusatzschalter aktivieren, dann wollen wir dann Eisenflüssigkeit so lange verwenden wie nötig, weil irgendwann ist dieser Vorrat verbraucht. Dasselbe den Drop-De-Icer, so lange man ihn braucht. Wir gucken uns unsere Treibstoffflüsse an. Wir sehen hier nur 10 Gallonen. Die Maintanks werden gerade nicht mehr verwendet. Das ist also auch ganz top und okay. Der Supercharger sieht ganz gut aus. Versorgt alles. Oil sieht gut aus. Auxiliary Oil sieht gut aus. Fuel Flow sieht gut aus. Ampere auch gut aus. Wir sind wunderbar im Fluss. Die RPMs sind gleichmäßig. Flaps sind ab. Die Zylinder-Temperatures sind ein bisschen niedrig, aber immer noch okay. Water Pressure ist gerade nicht an der Wand. Was man dort Stromkarbeiter erst ist auch okay. Oil Temperature. Hier müssen wir ein bisschen gucken. Wir sehen 80 Grad, der ist ein bisschen erhöht, das ist aber noch alles okay. Man merkt, dass wir brauchen ein bisschen mehr Treibstoff für denselben Betrieb wie die drei und dementsprechend auch ein bisschen mehr Öl, dementsprechend wird es auch ein bisschen mehr wärmer. Das war also in Ordnung. Hier der Fuel Pressure ist dementsprechend auch auf der 4 ein bisschen erhöht. Bei der 2 haben wir ähnliche Probleme scheinbar, die 2 fasst auch ein bisschen mehr Treibstoff und dann auch einen leicht erhöhten Fuel Pressure. Die BMW für Triebwerke sehen alle gut aus, sind alle auf die Leistung, die sie haben. Denn die Manifestbücher sind auch identisch. Wie das Stiefloch haben wir das Problem erkannt und eingestellt bis jetzt. Sieht aber jetzt nicht nach größeren Problemen aus. Landing Gear ist gesichert. Was wir hier drüben haben, hier ist wir auch nochmal ganz wichtig. Hier ist unser Glory Pressure. Airbrakes, zum Beispiel, die Pressure-Anzeige ist überraschenderweise dauernd auf Null. Fragt sich der Geier, warum. Eigentlich sollte die hier was anzeigen. Eigentlich ist das eine Katastrophe, was wir hier haben. Aber die Anzeige funktioniert bei BMW schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Was man hier eher sieht, ist diese schwarze Nadel. Die zeigt nämlich dann hier an. Also die Anzeige. Also der Schatten funktioniert noch, aber die eigentliche Anzeige funktioniert schon nicht mehr. Man kann es auch mal sehen, wenn man sich auf das General System geht, müsste man es eigentlich deutlich übersehen, dass dieser schwarze Schatten bisschen steigt. Nee, tut sie nicht leider. Ja, solche Anzeige hier. Die funktioniert auch nicht. Die scheint eher. Mir scheint als sein zu sein. Prüfen und Rolle ist auch an. Ja, die waren nicht hier an. Waren die aus? Ich habe sie vergessen einzuschalten. Das passiert, wenn man. Ich war schon einfach dann.
Ihr merkt, ich fliege sie selber und nicht mehr so oft. Vergisst man solche Sachen. Ich fliege sie auch normalerweise mit Checklisten, aber das ist natürlich relativ wenig Flieger mit Checkliste und das merkt man dann. Da vergisst man natürlich die Hydraulik einzuschalten. Böse. Aber man sieht, die Klappen funktionieren noch ohne. Relativ starken Seitenwind, das sieht man hier relativ gut. Unser Kurs ist quasi hier. Wir sind leicht gedreht. Inside Airspace Alert, das ist normal, weil wir quasi mehrere Approach-Bereiche auch durchfliegen werden. Unser Airspace sieht auch ganz gut aus. Aber ihr seht, selbst ich habe. Flieg sie selten, vergesst ein paar Sachen ganz gern. Ich meine, ich check das genauso, dann wird es einem auffallen, dass man alles nicht mehr ordentlich einzuschalten. Ich schätze mal, ich habe auch schon einen Kommentar höflich reingeschrieben. Bitte nicht vergessen, die Hydraulikhebel noch einzuschalten. Wie gesagt, das ist auch wunderbar. Ist halt die DC-6 hier, die ist etwas eigentlich. Wir noch hier wunderschön mit der Maschine hier am Fliegen. Es ist die Propellerleistung. So fliegt eine schöne Maschine. Ja, es ist schon also, wir reden richtig schön durchgeschuckelt bei der Maschine. Es ist am Wackeln und am Shaken. Also ein gemütlicher Flug sieht anders aus. Ja, hier vorne ist immer ganz schön böse. Ja, mal hier auf Auerzeit gehen. Hier sieht man richtig schön, wie wir gegen den Wind gedreht sind. Gerade der Autopilot versucht uns quasi mit dem Localizer-Kurs auf Kurszeiten. Dementsprechend sind wir leicht verdreht auf dem Kurs und werden quasi vom Wind zur Seite geschoben, mit starkem Westwind. Was wir hier auch sehen, ist wie gesagt die Postlights, Stropeslights, also Nufflights. Wenn es eine deutliche Fehler möchte ich entschuldigen, auch die Autopilot. Ihr merkt, ich halte selber eine Rede. Kennt eure Maschine, bevor ihr sie auf Watson fliegt. Ja, passiert auch wieder. Also, nobody is perfect. Ich hätte sie auch mal wieder erstmal offline fliegen sollen. Ich habe mir entschieden, ach kommt für das Video, wenn wir auch mal ein bisschen ATC mit dabei haben, fliegen wir mal online. Also, jetzt auch ich mache meine Fehler. Kurs, 200 Knoten, das ist mehr als okay für die Maschine. Wir sehen eigentlich, wohin sie eher so ein bisschen will. 250 Knoten indicated. Aber beim Rückenwind kommen wir ja in den Bereich. Sind aber für den Geschwindigkeit vielleicht ganz gut unterwegs.
6. Wir müssen ein bisschen achten. Die Sandplanik in dieser Maschine ist ein bisschen heikel, würde ich jetzt mal höflich bezeichnen. Aus einem ganz bösen Grund. Also wir gehen jetzt mal zurück auf den Flugplan. Moment, wo haben wir ihn hier? Da. Wir sehen Flugfläche 140. Das ist also erstmal okay für uns. Kein Problem. Unter 140 bei Atgup. So, und an Abgup haben wir dann ein Problem. Das uns hier. Ah. Da ist ein Approach noch lahm. IS-26 right. Transition. Häuser und Vectors. Gasdorf. Radkopf. Fürstenwalde, FWE. Sequence, Adgob, Fürstenwalde, VOA, Data, Trigger 1, 201, 1, Fürstenwalde, Rugab und Omsi. Beginn. Schaller. Unser Raum. Empfehlungen. Ist eingestellt. Wunderbar. Also ich jetzt nicht weiß, ob man hier die Descent-Rate über den einstellen kann. Backlight, Voice Commands, Alerts, Units. CDI, DSR, come enough. 9 Units. Zweifel, dass das geht. Wenaf. Ah, okay. Hier kann man das eigentlich nicht mehr begeistert. Und 1000 pro Minute. Wenaf ist enabled. Time to top of descent. In einer halben Stunde geht's dann auch schon runter. Jo, da ist so die Frage. Ich glaube, ich lasse das jetzt hier einfach weiterlaufen. Als Full Tutorial Flight. Ist auch mal nicht schlecht. Gar nicht, dass das unter Füßen steht. Hier sind wir bei Flugdaten. Use Sensor Data. Das ist aber was für sich zu gucken, was wir machen. Shattered Message. Create Shattered Message, hier kann man dann Info machen. Und man sieht, das steht hier anders. Ich glaube, das ist größtenteils wirklich so geplant, wie es ist. Interessant, da kann man auch sagen, wie viel Führerkorb ich verbrauche. 4 Flown Gallons per Hour und dann viel Spaß. Interessant, interessant. Gallonen pro Stunde, das ist schon sportlich. Was haben wir hier natürlich noch für alte Optionen? Wir haben noch ein Wetterradar von mal gesehen drin. Zumindest für das
Ja, aber wenn ich das sehe, dürfte das jetzt hier nicht in Europa funktionieren. Das ist so ein Holzstick. Es sollte das sogar funktionieren. Ich bin aber da selber noch nicht. Ist fürs B. Ihr seht selbst, ich bin noch bisschen am Lernen. Ich habe die Funktion noch nie verwendet. Eigentlich müsste hier eine riesige Warnung sein wegen der ganzen Regenwolken, aber wie gesagt, hier no data. Wetter, da kommt gar nichts. Fürs B-Wetter. Ach, 80 Stunden alt. Naja, also wieder das Wetterradar. Müssen wir nicht anleiten, ich glaube, das funktioniert eh nicht so ganz. Wir sehen jetzt hier auch den Kommentar, Y-Steuerkurs 041, den nächsten Wegpunkt, und zwar wenn man es machen soll, also relativ gute Information. Da, wir müssen hier immer so ein bisschen nochmal Treibstoff in Auge behalten, Alternative Tanks, wir sind in den mittleren Alternative Tanks, sind wir schon auf 6 Gallonen runter, bei den äußeren auf 5, 8. Leute, wir werden vermutlich nachher so ein bisschen auf Crossfeed umschalten müssen, je nachdem. So, ich glaube halt, aktuell verbrauchen wir pro Triebwerk nur 6 Gallonen die Stunde, das sieht ja nicht ganz so gut aus. Und bis zum Top of Descent sollte der Treibstoff hier in diesen Tanks reichen. Ja, war schon ganz. So, wir geben. Da die Seatbits. Ach, der hat schon der AE ausgeschaltet. Eigentlich ganz böse. So, Nose Locking ist eh mittlerweile permanent nur noch on. Das stammt aus Zeiten, wo man in den USA rauchen durfte. Und in europäischen Maschinen, die Zeit kenne ich auch noch als Kind. Da war meine Mutter neben mir ein Flieger und hat einen geraucht. Das war relativ üblich zur damaligen Zeit. Pilot gucken, ob irgendein Controller, mit dem man noch nicht gerechnet hat, online ist. Für uns vor allem relevant, wir kommen über Leipzig rein und halt Berlin. Deswegen gucken wir nach Berlin und Leipzig und Tor. Die sind momentan nicht online. Wir gucken sonst noch, was haben wir jetzt da. Wir haben Kopenhagen gerade da, immer noch den Adler-Sektor nur für Bremen und Österreich ist online. Wir kommen schön in Wolken rein. Da wird der Passagier durchgeschüttelt. Wir geben daher die fasten Seatbelts ein und bitten unsere Passagiere fest angeschnallt zu bleiben. Oh ja, da wird die Maschine gut durchgeschüttelt. Bei den Situationen immer gucken, ob alles okay ist. Das sind eindeutig schöne Turbulenzen. Wir haben auch installiert als Add-on. Okay, wie heißt das denn? Retop Turbulence Europe. Dann das Vollpaket. Da werden auch die Turbulenzen ein bisschen besser simuliert. Man merkt es auch so ein bisschen. Es kommt ein bisschen näher an, als was PSVD normalerweise gibt. Würde mich jetzt mal interessieren, wie es dann in PSVD Version 5 aussieht. Die Maschine ist momentan nur Version 4 fähig. Wir sind gut auf Kurs, ja.
Treibstoffchecks kann man bei der Maschine machen, das geht. Ja, Sam rief da relativ optimistisch. Mal gucken, Tabat. Ja, Tabat. 5,3 Gallonen, sagt das System. Können wir mal rechnen, das sind 1000, 3000, 4000. Grob überschlagen. Aber wir haben mehr Treibstoff an Bord, als wir quasi verbrauchen sollen. So an der Stelle ist auch klar, wir haben auch knapp 1000 Pfund extra geladen. Das ist aber ganz okay. Stimmt, der rechnet hier in Gallon. Der rechnet nicht in Pfund. Stimmt. Wäre sonst interessant. Wo kann man das bestimmen? Auf System. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob Imperial Gallons Pfund entsprechen. Ich bin mit den amerikanischen, englischen Maßen überhaupt nicht vertraut. Ich denke, vielleicht passiert das auch. Kann man nicht verstehen, warum die. Zum Glück war hier keiner der Hebel gezogen, ansonsten wäre jetzt gerade ein Feuerlöscher missbraucht. Und sie frisst sich durch die Gegend. Noch sehr stabil. So, ich hole mir mal kurz was zu trinken und bin gleich wieder da.
wie die Situation gerade aussieht. Schön heißen Tee gemacht. Nichts mehr als eine gute Erkältung. Ja, immer noch gute Geschwindigkeit. Die Höhe ist stabil, das ist das vor allem Wichtigste. Da hatten wir letztes Mal auch ganz gerne Probleme. So, da wir in Luftraum sind, schalten wir hier mal die Map-Details aus, damit wir hier nur noch sehen, was wir wissen müssen. Hier vorne kommt auch schon Milgu. Wir stellen uns hier Top of Descent hier hinten vor. Das wundert mich schon gerade ein bisschen. Das müsste eigentlich ein bisschen früher sein in meinen Augen, aber okay. Tegel Turm ist. Ach, der Herr Altmann, Alter. Kann man machen, muss man nicht. Aha, jetzt kommt auf Hamburg online. Noch ein bisschen mehr und mehr. Der Herr Altmann, der ist mittlerweile S2, wenn ich mich jetzt nicht irre. Bin ich mir aber auch nicht mehr ganz so sicher. Nehmen wir mal dann. Ich glaube, ja, doch, da hat er sich zu erwarten. 26 links, 26 rechts. Hat er das letzte als aktive Runway? War. Ich scrolle schon mal ein bisschen in meiner Map rum. Wir nähern uns, wie gesagt, dem Punkt Nego. NASA, wir kommen schon auf Nego. Ich sehe mir jetzt die Reibeschatz nochmal an. Hier ist gerade mal nicht eingeblendet. Ich blende sie mal jetzt nachträglich hier gleich mal ein, dass wir die mal hier schön haben. Wir sehen, dass wir von Milgo reinkommen. At or below flight level 140 at Atgup. Flugfläche 90 at Fürstenwalde. Also, Milgo, wir bleiben auf unserer Höhe. Wir bleiben auch da. Ich habe mich gehört, das 140 bis Atgup. Wenn ich approach, würde ich den dann irgendwo dazwischen schon auf 100 runtergeben. Kann man machen, muss man nicht. Eine persönliche Meinung, aber naja. Aber ich habe die Flieger mal ganz gern so tief wie möglich schon gehabt. Das von Fürstenwalde weiter. Fürstenwalde, Fürstenwalde finde ich ein bisschen. Ja, kann man mal. Ja. Hamburg. Schön, dass wir das mit der Lage nicht mehr begeistert. Unterflugfläche 9-0. Ja, da bin ich auf 6000 runtergehen. So, das sieht aber nicht ganz gut aus. Wir erreichen jetzt Milgu und damit Berlin Approach Area. Wir gucken nach. Berlin Approach ist nicht online. Was wir aber schon mal programmieren, ist unseren heißgeliebten Tegel Turm. 1, 2, 4, Punkt
weiter. Wir werden hier ganz gut durchgeschüttelt. Was wir jetzt auch machen, ich stelle schon mal die Frequenzen ein. Bedeutet, ich schalte mal kurz Chase Plane die Funktion aus. So, dann kann ich jetzt hier nicht mit der mittleren Maustaste auf NAV gehen. Wir sehen schon, vorprogrammiert ist für den Tegel 110.1. Das ist okay. Hier einmal noch rüberschalten. Zack, IS DMI. Schalten wieder auf Com um. Aktivieren wieder unsere Chase Plane. Steuern wir die mittlere Maustaste. Das sieht doch gut aus. Top of the Summit vorangekündigt. Computers. VNAV expected in 6 minutes. Das ist gut. Die Tanks sehen auch ganz gut aus. Wir werden also noch ein bisschen auf Autonavis dann runtergehen. Das ist jetzt auch nicht so problematisch. So. So wieder auf Tage 1200. Das will ich jetzt ein bisschen. So, mal updaten. 4 Minuten 51. So. Wir stellen den Kurs ein, Kurs 259. Diese Hilfsanzeige, die man bisschen anzeigt, ist dafür ganz praktisch. Da haben wir nicht das Problem, dass man hier so ganz genau gucken muss, was das hier ist. Hier ist die 240, hier ist die 250 und hier ist die 260 plus minus ein Dreivierteljahrhundert. Bendix King Anzeige. Ein LDF Kompass. Auch auf 259 ein. Und dann direkt nach vorne zeigen. Da ist ein Kabinencrew schon alles in Vorbereitung. Irgendwie hat auch unser Arca-System nicht mitbekommen, dass wir hier auf 14.000 Fuß sind. Und irgendwie kommt er damit nicht klar. Ärgern wir uns auch nicht mit drum. Wir bereiten den Engine Engineer schon wieder vor. Wir gehen gleich in den Descent-Checklist. 2 Minuten 36 haben wir noch. Sehen wir, nähern uns Berlin. Da ist eine Stunde in der Luft. Treibstoff sieht gut aus, da werden wir auch gleich auf die Hauptchance schon überschalten. Keine Verheißungsprobleme, Triebwerksleistungen sehen okay aus.
Man hat sogar schon Vertical Track. Und jetzt ist die andere natürlich senden müssen. So, wir gehen jetzt gleich runter. Top of Descent is reached, bedeutet wir geben Descent. Ja, reduziert ist die Leistung. Wir schalten den Autotune Tower aus, gehen runter auf Glide. So, so eine Descent einfach 1200 Seiten, auch wenn die Turbulenzen uns dann schon gegen kämpfen. Für die Reversers habe ich extra Waterradar gesetzt, um diesen Hehl zu ziehen, das ist dann später für die Reversers. So, Descent Checklist ist complete, wir gehen jetzt runter, wir hören jetzt, die Triebwerksleiter ist runtergegangen. Wir müssen halt auch richtig, dass wir hier die ganzen Hebel nach vorne schieben. Winkel erhöhen. So, wir halten einen guten Kurs auf Adgub. Wir drehen jetzt gleich um nach Fürstenwalde. Die Gleitrate runter reduzieren. Das ist eine kleine Geschichte. Ein. Interessant ist das wirklich, wie gesagt, man laut Airways das Marker gerade überhaupt nicht klarkommt, ob wir eine Höhe halten oder nicht. Naja. Einfach sind also schon mal bis zum finalen Ziel. Wir passieren 10.000 Fuß. Jetzt machen wir, fahren gleich die Lampen aus. So, dass wir nicht zu schnell werden. Noch ein bisschen weiter lernen. Das muss ich heute nach dem Video hier mal auch ein bisschen lernen. Ich habe jetzt noch eine Prüfung. Gute Descentrate, das sieht gut aus. Auf 600 Fuß pro Minute runter reduziert, das ist okay. Jetzt hier, wir gehen jetzt wirklich runter auf etwa 4000 Fuß. Links von uns ist die Stadt Berlin. Sieht es ganz gut aus. Ich habe hier mal die Daten. Also ein bisschen auf die Geschwindigkeit achten, wir sind 230 indicated. Die Maschine ist ein bisschen problematisch, wenn man hier wirklich einen Controller hat, der dann sagt, ja, Maintain tut nur Sarnatz, so ein Spaß.
kann bei der Maschine problematisch werden, weil wir haben immer noch keine Kontrolle über den Schub, solange der AFE läuft. Erst wenn wir in dem Modus in Range gehen, kriegen wir am Ende die Kontrolle wieder über den Schub. Ich glaube sogar erst bevor Landing. Problematisch. Sollte da wirklich eine Kontrollanweisung kommen, ja, bitte Geschwindigkeit halten, hier einfach den Hebel rausnehmen und dann selber steuern. Ihr habt keine Störklappen, ihr habt kein Speed Control sonst, also ihr könnt quasi nur den Thrust regulieren und die Höhe, die Karte. Wir stellen schon mal die aktive Kona ein. Auch hier mal einschalten. Wir hören uns auch mal die Aethys an. Die sieht nämlich heute ganz interessant aus als 500. Das wird die. 225. Wind 290 degrees, 16 knots, variable between 260 and 340 degrees. Visibility 10 kilometers clouds. Few clouds at 3500 feet. Temperature to 1. 2.14 QNH 1009 hectopascals trend temporary. Wind 280 degrees 20 knots gust 30 knots information Papa. Out 1700 Zulu. Berlin Tegel information Papa. Met report time 1550 expect ILS approach runway 26 right runways in use 26 left and 26 right 4. Departure expect runway 26 left runway 26 right on request. Transition level 70 use caution after landing short distance between runways expect to stop before parallel runway. Departure frequency Bremen radar 123. 225. Wind 290 degrees 16 knots variable between 260 and 340 degrees. Visibility 10 kilometers clouds. Few clouds at 3500 feet. Temperature T1. 2.14 QNH 1009 hectopascals trend temporary. Wind 280 degrees 20 knots gust 30 knots information Papa. Out 1700 Zulu. Dann schalten wir auf Unicom. Wir müssen uns nämlich den anderen Verkehr noch ankündigen. Ich habe nicht den Frequenz noch nicht. Die einzigen natürlich sind, die hier rumfliegen. Wieder auf Unicom Frequenz. Wir können ja mal kurz gucken. Wir haben auch ein T-Gas-System an Bord. Das liefert das vielleicht von GTN. Das funktioniert sogar. Also da sind wir ein bisschen abgesichert. Wir jagen einmal den Check durch. Der Rheinerin hinter uns, 737-800. Viel zu hoch. Aber naja. Wir fliegen erstmal noch FWE. Ihr könnt halt 3% hinter uns rein. Wir können ja mal für die Tegel-Details reinschalten. Wer kommt von uns beiden zuerst rein? Ich komme zuerst, dann kurz 10 Minuten nach kommt die Rheinerin. Aber wir kündigen uns schon mal an. Tegel-Traffic. Find mir 8537 Aircraft Type at Douglas DC-6 Bravo Bessing Fürstenwalde VOR Foxtrot Whiskey Echo 4 IS Approach Runway 26 Right. Das haben wir uns gerade angekündigt. Wir stabilisieren uns gleich auf 4000 Fuß. Aber nein, war sie nicht. Wir fahren die Landing Lights aus. Extend. Lass mal die Lappen raus. So, die dürfte jetzt draußen sein. Wir waren auf Neutral. Aktivieren die Landing Lights. Und stabilisieren uns erstmal auf 4000 Fuß. Wir dürfen sogar schon ein bisschen viel zu niedrig sein und außer der Vektor. Aber das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Wir stabilisieren unseren Glide Pass. Wollen uns quasi hierhin einstarten wie das Level. Dann sehe ich mir gleich mal auf der Karte an, wie wir reinkommen, aber wir müssten eigentlich auf einen sauberen Vektor reinkommen, dass wir den Localizer gleich catchern können.
Sollte das der Fall sein, werden wir gleich gerade umschalten müssen. Wir halten. Die Zeit können wir nicht nutzen, um Geschwindigkeit abzubauen. So. Top Prozent. Aber hier ist Tegel, bedeutet, wir kommen auf den Winkel rein. So richtig sehe, was haben wir denn für einen Steuerkurs? 290 etwa, wa? Ja, das ist 290. Das war sauber für den Localizer-System, bedeutet, was wir jetzt ändern werden. Wir schalten das GPS-System ab, gehen auf VLOG. Maschine. Diese Mikrolex bringt mich irgendwann in den Wahnsinn. Das ist Localizer Catchert. Mehr rechts. Wir sehen, wir sind so ein bisschen vom Kurs ab. Ein guter Catcher-Kurs wäre hier 290. Ein bisschen stumpf rein, das gefällt mir so nicht. Wir schalten hier auf Gyro-Mode. Gehen auf Gleit, dass wir die Höhe drehen. Etwas nach links. Jetzt werden wir Kurs 290 haben. Bringen uns erstmal runter auf 3.0. Jetzt kommt auch der Gleitslop drin. Drehen immer noch ein bisschen höher halten. Jetzt drehen wir die Maschine quasi aus der Kurve raus. Das sieht gut aus. Wie gesagt, wir haben jetzt Sky Remote. Wir sind jetzt komplett separiert. Folgt weder Gleit noch Localizer. Tegelview auch mal reinschalten, der war bei 112.13. So, wir sind auf 3000 Fuß, Catcherhöhe 14, ISS, den kicken jetzt erstmal den Altitude-Horde rein. Wir sind roundabout. Jetzt kriegen wir auch Daten über unsere Position. Und der sagt uns, wir sind bei 126 Knoten, 16,5 nautische Meilen von Tegel entfernt. Das ist stabil. Wir reduzieren jetzt auch die Leistung mehr. Bringen erstmal die Haupttanks in Betrieb. Was vergessen. Auf Main Tanks. Halten hier den Localizer gut im Blick. Der sollte jetzt auch gleich wandern.
da war da der. Wir haben uns auf Loke umgeschaltet. Wir folgen jetzt den Localizer in die Range. Wir drehen jetzt also auf den Localizer an, da sehen wir ran ganz stabil. Catcher ist komplett. Aktivieren auch gleich den Night Slope, dafür müssen wir gleich auf Approach hier umschalten. Wir warten aber erstmal, bis der Output, also der Night Slope uns entgegenkommt. So, wir sind in Range. Liebe ist, wenn man sich eine Erkältung einfängt. Meine Freundin war mal so lieb. Ja, wir haben noch keine Astronomen. Jetzt sehen wir, hier kommt der Glide Slope. Er bewegt sich uns langsam, aber sicher entgegen. Jetzt müssen wir gleich bereit sein. Kommt tiefer, 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 tiefer. Wir schalten jetzt auf Approach Follow Mode. Das klingt automatisch, wenn man den Autotierholder ausbildet. Er wird den Descent eigentlich folgen oder sollte ihn folgen. Wenn nicht, sehen wir es gleich auch. Dann kümmere ich mich da hier raus. So, jetzt gehen wir runter. Wir gehen auf die Tegelfrequenz. Also der Autotierholder müssen wir dann rausnehmen, das werden wir messen. Wir gehen auf B for Landing. So, wir sind before landing checklist, bedeutet jetzt kriegen wir unsere Treibstoffleistung so ein bisschen so weit reduzieren, dass wir nicht mehr Stress haben. Tegertau, guten Abend, die mit mir 8537 Douglas DC 6 on final runway 26 right. Windmill 8537 Tegertau, schönen guten Abend, sind 2-9-0-3-1-6 knots, 26 right, klitzert. Wir bringen das Fahrwerk raus, dadurch bremsen wir etwas mehr ab. Wir können aber auch auf eine Tour gehen mit den Triebwerken. Windmill 8537, wind 2-9-0-3-1-6-0, runway 26 right, clear to land. Clear to land, runway 8537. Wir sehen, das GPS schlägt uns hier schon vor Visual Approach, den wir gleich folgen. 20 flaps set. Base resolution, please. Schalten auf Twitch. In den Checklisten, Automarker kommt. So. 2500 RPM set. Gear flaps. +3 degrees. Gear flaps set. 1000. ADI off. ADI is off. Landing lights. Speed good. Extending lights. Lights extended and on. Copy. Call me. Call. Set call. Before landing checks complete. So, was wir jetzt deaktivieren ist der Gyro Mode. Er hat gerade gemerkt, sie ist ein bisschen nach oben gegangen. Das liegt ganz simpel daran, dass quasi der Schub der Triebwerke war zu niedrig und die Klappen auf 20, die fressen doch relativ stark rein. Die Triebwerksleistung reduzieren. Der Wind ist nicht ohne. Schon nachschieben,
nachkorrigieren. Schuh raus. 500. 500. 400. 300. Einer hat immer an den Schub hebeln. 200. Balla. Oh, ich sehe mit dem Nachschub. 100. 50. 40. 30. 20. 10. So, und jetzt. 20. Zahlen, da 552 Ventura, 1612. Wir haben kurz vor der aufgesetzt, das war keine Chance. Clear Takeoff, 26 left, 552, danke. Kurz gucken, dass der Hebel hier unten ist. Der Hebel ist unten, wir rollen aus. Wenn ihr jetzt ein bisschen mehr Reverse braucht, einfach hier mal den Hebel nochmal ziehen, dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Reverse Power. Brauchen wir in dem Fall nicht, wir rollen ganz gut aus. Wir kicken jetzt auch die Reverse aus. Welcome to your destination. You will be pleased to know we will arrive ahead of our schedule. The cabin crew will shortly leave your seats to perform safety related duties. However, we do ask that you remain seated with your seatbelts fastened and your seat switched off. Please make sure you take all of your personal belongings with you, checking in the seat pockets underneath the seats and in the overhead lockers. Also die Landung war nicht gut gewesen, da sind wir ein bisschen viel zu früh abgesetzt. Locating left, crossing 26 left, 8537. Das ist gut ab. Wir bringen erstmal unsere Drop Slides und Position Lights wieder back to normal operation. Die Karten sind auch schon offen. Der Autopilot wunderbar übernommen. Heißt, dass wir auch gerade die Exo-Routen sehen. Wir haben 8537 Taxi to Gate 13 via Sierra Mike and Papa Whiskey. 813 via Sierra Mike Papa Whiskey, 8537. Mit mir 8537, we request gate 53 when possible, because 13 has a jet ready DC-6, we don't can use jet race. Also then, stand 53 via Sierra Mike. Taxi to stand 53 via Sierra Mike, 8537. So, Ziel erreicht, wir Landing Lights sind schon wieder reingefahren, unser Fuel ist auch okay. Also normalerweise würde ich so eine Landung auch nicht forcen, das war ja schon eher geforst. Ich hätte mal schon einen guten Go-Round machen können, das kam zu spitz rein, waren zu langsam und das bei dem Wind nicht gut. Keine schöne Landung. Da bin ich auch sehr unzufrieden mit. Obwohl wir relativ soft aufgelandet sind. Ja. Ist auch kurz aufgesetzt auf der Rasen, aber war nicht so Sinn der Übung. Bereiten wir jetzt auch alle schon vor. Gate 53. So, Stand 53. Ein bisschen gucken, dass wir nicht so schnell rollen. Wir brauchen keine Crews. Die Visa reicht uns für heute.
Ja, ein paar Fehler habe ich heute auch gemacht, wie gesagt, keine schöne Landung. Und am Ende halt vergessen, den Hydraulik-Schalter umzulegen. Sind böse Fehler, sollten nicht passieren. Ich glaube, sind wieder dran, ah ja. Die kann man wohl noch mit Flaps ablanden, in meiner Augen. Aber. Der Marschhalter steht auch schon bereit. Tja, wird jetzt auch bedient sein für seinen Tag. DC-6 West und auch nicht alle Tage rein. Ja, G6 ist aber dann auch abbrechen sollen. Da brauchen wir noch ein bisschen. Wir haben die Schocks jetzt in Position. Warten kurz, bis die Leistung runter ist, dann die Parking Brake drin. Parking Brake ist set. Autopilot ist off, Hauptschalter ist raus. So, man kann fürs Abschalten auch den AE nutzen. Den AE nutze ich dafür absolut ungern, weil ja gleich auch Elektronik ausschalten und Co. Das ist eigentlich nicht so eine Übung. Ich schalte jetzt hier erstmal die Markers aus. Gucken, dass der Lokhebel ist raus. Für die Hydraulik schalten wir jetzt auch ab. Kommt wieder einer. Ich muss die Parkbremse, kann man aber auch gleich rausnehmen. Wir gucken nach, Kühlklappen sind offen, Lichter sind gesetzt, vier Pumps sind aus, der Inverter 2 ist auf Standby, aber muss man nicht. Wir schalten die Triebwerke 1 und 2 aus, zu diesem Zweck wird die Mixer gecuttet. Die Magnetschalter werden rausgenommen, die Zündung raus, wir nehmen zur Sicherheit auch noch die Treibstoffhebel raus. Schalten wir jetzt Triebwerk Nummer 3 aus. Treibstoffhebel raus, Magnete raus. Jetzt kann nämlich jemand an den Flieger rangehen, kann die Ground Power connecten. Ground Power ist connected. Waren die Lichter für die Triebwerke essen an. Sieht gut aus, weil wir töten jetzt Triebwerk Nummer 4. Als letztes Triebwerk, Magnetschalter raus, ist die Zündung aus, damit kann das Triebwerk auch nicht mehr anlaufen. Ja, es wird schön ruhig in der Maschine, Kühlung ist an. Wir schalten die Heaters aus. Dann ist unser nächster Blick Cabin Altitude. Cooling Turbine. Aus. So, kontrollieren wir die Höhen. 1-1. Ja, muss ich jetzt aber gucken, dass wir auch ja die decreased sind, dass hier ja die Klappen offen sind. Ich habe nichts Schöneres als eine böse Überraschung. So, auch okay. Drehen die Kabinenhöhe auf 0 runter. Ist die fertig? Unsere Passagiere sind vorbereitet. Wir machen hier die Fenster auf, dass wir ein bisschen Lüftung wieder haben. Hauptschaltung, Heizung ist aus. Was ich hier vergessen habe vorhin, ist hier die Ignition auch wieder auf Descent zu machen. Wir haben Gore und sind böse geändert. Wir sind hier fertig. Die Probleme sind auch das. Biegenleit geht aus. Sicherungsschalter geht raus. Wir request. Yes, sir, good evening. Ryanair 39 Charlie approaching T6 right turning on final. Ryanair 39 Charlie, as I wrote you now, it would be much appreciated if you turn back around and establish behind the Lufthansa behind you. You're quite close. Between both airplanes in front and behind.
Berlin, Tower, good afternoon, Austrian 229, full established, ILS 26, right. First, Rainer 390, did you copy? I'm a copy. Then going around and next approach, and I will call you. Ryanair 39 Charlie. Roger, thanks very much. Austrian 229, TG Tower, guten Abend. Bin 29, das ist der 316 knots, maximum 30 knots. Runway 26 right, clear to land. Now come into the off. Yes, the runway 26 right, Austrian 229. Also umschalten eh nochmal für die Kabinentür. Und so sind wir in Berlin-Tegel angekommen. Wie gesagt, diese Beispielflug, nennen wir mal höflich, würde damit an dieser Stelle erstmal zu Ende gehen. Im nächsten Teil gehe ich dann gleich mit euch ein auf die Charts, also Leistungskarten der DC-6. Und indem man sie auch fliegen kann ohne den Official Engineer. Ich hoffe, dass euch dieses Video zumindest geholfen hat, ein bisschen die Grundlagen der DC-6 zu verstehen, wie sie funktioniert. Ich mache auch ganz gerne mal Fehler. Den Hydraulikschalter, den habe ich da wirklich vergessen. Ist mir selber ein bisschen peinlich. Der muss halt dann rein. Halt, Autopilot-Einschaltung ist auch relativ simpel. Wir müssen vielleicht von GTR nach sicherstellen, dass hier auf GPS und nicht Vlog steht. Den Modus. Gyropilot drin, dann erst den Hauptschalter rein, also den Gyropilot-Modus rein, dann den eigentlichen Autopiloten an. Und dann könnt ihr quasi erst auf Localizer schalten, den GPS zur Vorhang, zur Höhe halten, hier den Hebel reintun. Wenn ihr dann auf den Approach-Modus wechselt, und quasi den Klasse folgen wollt, geht der Auto-Hebel raus. Und wenn ihr dann den Punkt erreicht habt, dass ihr selber steuern wollt, ihr seid kurz vor der Landung, einmal den Hebel raus, dann den Masterhebel raus und alles ist gut. Vorher da haben wir natürlich beim Localizer sicherstellen, dass er hier auf Vlog steht und nicht auf GPS. Außer folgt ein Airnav. Aber ein Airnav ist die Maschine eigentlich nicht für geeignet. Na gut, auf was soll ich fliegen. So, zur Sicherung der Maschine, letzte Schritte. Sicherungshebel für die Mischerin. Sicherstellen, dass hier der Hebel auf 0 ist. Die Thrust-Hebel sind auf 0. Crossfade ist off. Dann trimmen wir erstmal auf Neutral. Trimmung ist neutral. Dann wird der Sicherungshebel eingeschlossen. Jetzt sind die Steuerungen gesichert. Die Hydraulik ist ausgeschaltet. Wir schalten alle Cockpit-Elektronik aus, die wir nicht mehr heute brauchen. Luft. Jetzt sind wir im Modus auf Standby. Das System ist dann auch aus. Cooling Turbine ist aus. Static Red ist aus. Deutschland 732, Establishment Localizer, ILS, Runway 26 right. Lufthansa 732, hallo, Number 2. Wing Lights aus. V-Wear Lights aus. Dann schalten wir noch die Leuchter aus in der Maschine selbst. Dann ist hier die ganze Maschine gerade noch. Alle Beleuchtung ausschalten. Da kann man immer ein paar Knöpfchen noch drücken. Ich mal kein vergessen, die haben wir nicht. Also auch hier die Hissbeleuchtung ausschalten. Die Fenster werden wieder verschlossen. Da gehen wir die Maschine jetzt quasi zum Stand. Alle Elektronik ist aus. Damit schalten wir jetzt auch die Wörter aus. Wörter 1, 2 und rein, damit ist die Flight Electronic aus. Wir haben sie jetzt noch da. So,
Jetzt muss man natürlich noch alle einzelnen Generatorhebel ausschalten. Dafür hat die DC-6 aber auch mal. Was können Sie tun? Nein, vacate left, cross runway 26 left. Position line schalten wir jetzt aus. Zu Feuer schalten, einfach hier diesen Crash-Spike mal drücken. Zack. Crashbar. Generatoren und Power ist ausgeschaltet. Maschine ist gesichert. Und ausgeschaltet. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video was gebracht mit den paar Fehlern, auch die ich gebaut habe. Tut mir ein bisschen leid. Ich bin leider auch nicht der perfekteste Mensch auf Erden und bin vermutlich auch nicht der absolute Professional für diesen Flieger. Aber es sollte zumindest reichen, euch die wichtigsten Grundlagen, wie man diese Maschine fliegt und mit ihr umgeht, klarzukommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr weiter zugucken wollt, wie ich euch jetzt gleich noch erkläre, wie die Charts der DC-6 sind und ein paar Besonderheiten der DC-6 anhand einer schönen kleinen PDF, die ich von Weichen erstellt habe, würde es mich freuen, dass ihr weiter zuguckt. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Morgen oder Mittag, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt. Wünsche euch viel Spaß mit diesem wunderschönen Flieger und hoffe, es hat euch gefallen. Und bis die Tage. Meine Damen und Herren, willkommen nun zum letzten Teil. Ich habe so ein bisschen euch vorhin erzählt, ich will euch noch was Charts zeigen. Also wer fliegen wollte, der war vorhin noch richtig. Ab jetzt wird es theoretisch und papierhaft. Deswegen sind wir heute auch nur noch in der PDF am Ende. So, ich muss ja gerade einen Kommentar schreiben. Da wollte sich doch noch einer einmischen. Und zwar, wir sehen hier eine General Performance Chart der DC-6. Die kriegt ihr bei PMDG gratis mit dazu. Die ist in den Dokumentenordner. Manchmal treibe ich den Wahnsinn auch mal noch. Was wir hier sehen, ist Highblower, Lowblower. Das sind halt die Sachen, wo der Supercharger benötigt wird, als auch die Auxiliary Blowers. Wir sehen hier einmal die BHP, die haben wir vorhin in der DC-6 gesehen, an der oberen Anzeige. Die zugehörigen Leistungslevel und die zugehörigen blauer Leistungen. Wir sehen hier sehr viele Informationen, zum Beispiel Max Cruise Power, 120 BHP bei 2300 Umdrehung, was einem BMAP von 147 entspricht. Und hier auch ein Teilverschluss von etwa 605 Pfund pro Stunde. Dasselbe sehen wir natürlich auch hier einmal für die Laublauer Max Cruise. Da haben wir ein bisschen weniger Leistung, dafür weniger Umdrehung, aber auch weniger Führfluss. Hier haben wir ein Inward Climb. Also man sieht, hier sind für jede Situation ist hier alles einmal aufgelistet, was man denn so braucht. Als auch hier Conditions. Wie Takeoff, Dry Takeoff mit den entsprechenden Höhen, immer wieder ganz wichtig zu beobachten. Man sieht hier auch Time Limits, 2 Minutes, dann muss die Meter Power rein. LDI. Das ist also erstmal auf den ersten Blick komplett chaotisch und keiner blickt mehr durch. Ich kann es euch nicht übernehmen, deswegen wird diese Karte am wenigsten verwendet, aber man hat zumindest mal die Power Curve gesehen. Für jeweilige Situation streiten sich in meinen Augen die Geister. Man sieht hier auch die Treibstoffflüsse jeweils reingeschrieben. Also hier in den Seiten, das sind quasi die Treibstoffflüsse, Leistungsdaten. Ja, wenn man es haben will. Gehen wir bei 100, 110, 120, 130, also. Hier angegeben auf der anderen Seite sind die Treibstoffleistung. Also diese Tabelle ist, wenn man sich reinschaut, sehr gut für manche Informationen, für den normalen Betrieb, aber ich finde sie am unübersichtlichsten, was es überhaupt auf der Welt gibt. Da kann man auch ein bisschen genauer gehen und gucken, was gibt denn die PDF-1 noch her. Zum Beispiel
Müssen wir uns dann auch angucken, den diesen absolut komplizierten Powershots, aber auch mal, was sagen uns denn eigentlich die Coral Flaps? Die habe ich ja vorhin kurz erwähnt. Ihr seht hier beim Takeoff 4 Degree Maximum Cylinder Head Temperature. Von Normal Cruise und Descent können sie closed sein. Je nachdem, wie desired sind, kann man die Temperatur mit den Zylinder, mit den Kühlklappen steuern. Als auch mit den Dive Speeds, also, aber die haben wir hier gesehen. Diese Klappen sind wichtig für die Temperaturen. Auch relativ interessant, bis wann sie zugelassen sind. Diese PowerShot-Tabelle gibt das hier nämlich nicht raus. Das ist nämlich nicht angegeben, aber wir sehen zumindest, was die Leistung der Triebwerke und der Fuelflow sind, je nach Einstellung. Für uns sind dann eher die Daten da. Meteor-Power. Meteor-Power haben wir vorhin kurz gehört bei, nach dem Takeoff. Da habe ich ja vorhin gezeigt, es gibt von Manifold Pressure zwei rote Linien. Es gibt die Takeoff-Pressure, es gibt die Meteor-Pressure. Meteor ist Maximum Exceeding Thrust Exceeding Takeoff. Also nicht. Ich muss aber selber nochmal nachgucken, wie genau die Namenaussprache ist. Letztendlich, was sie aussah, ist die maximal zulässige Triebwerksleistung ausgenommen von der Startleistung im Deutschen. Diese ist natürlich abhängig von der Höhe, also Altitude and Feet. Sea Level, im Münster haben wir ja so das hier gehabt. Outside Temperature bei 11 Grad. Standardgemäß gegeben, Standard Temperature ist 11. Und man kann natürlich auch gucken, wie die Temperaturen quasi hier sind. Die sind auch für die Carburetor erst definiert. Also Manifold Pressure at Carburetor Temperature in Grad Celsius. Also hier muss man auch so immer ein bisschen gucken, weil je nachdem, wie warm es ist, verschieben sich nicht auch die Daten. Also normalerweise gehen wir erstmal nach den Höhendaten. Je nachdem, wie kalt es ist, entsprechen die Daten eher einer höheren Höhe und umgedreht. Da muss man sich so ein bisschen anpassen. Da haben wir hier wieder die Manifold Pressure at Carb Temperature. Hier sehen wir sie. Von minus 30 bis plus 30 ist hier alles dabei. Wir waren in München, da haben wir plus 30 Grad gehabt. Da ist schon gar nichts mehr eingetragen für Meteor Power. Bis plus 15, also bis 30 Grad wäre das hier quasi, Sea Level. Standard wären 15 Grad. Wir haben hier 15. Wäre der Manifold Pressure at Meteor Bereich 48,5. So. Die RPM, also die Propellereinstellung, wäre 2600 Umdrehungen pro Minute. Das würde uns ein BME von 196 geben und ein Treibstoffverbrauch von 1385 Pfund pro Minute, Pfund pro Stunde. Je nachdem, wo man quasi ist, höhentechnisch und temperaturtechnisch, muss man sich hier ein bisschen anpassen. Das hier ist nochmal die Temperatur der Standardhöhen. Manchmal muss man sich auch so hier ein bisschen anpassen, habe ich festgestellt, dass teilweise, obwohl das hier als Standardtemperatur angegeben ist, teilweise auch schon man sich so ein bisschen nach den Temperaturen auch so richten kann. Das nimmt sich nicht sehr viel. Hier haben wir so eine schöne rote Linie. Hier kommt der Pressure-Bereich. Also auch mal gucken, Meteor Power, das geht jetzt also für die ganzen zulässigen Höhen der DC-6 bis 1800. Da haben wir hier mal eine schöne Zusammenfassung. Liste tue ich, also diese PDF tue ich euch auch mal zur Verfügung. Wie gesagt, kriegt ihr alle komplett in der DC-6-Dokumentation vom PMDG. Wir sehen hier also auch die verschiedenen Take-Off-Stellungen. Take-Off immer 2 Minuten maximal. Was hier immer steht mit Low und High ist immer High Blower und Low Blower. Normalerweise haben wir Low Blower. Takeoff normal 2, wie gesagt, BAP 2050 hat man schon gehabt, also maximal Leistung bei 2700 Umdrehungen pro Minute. Bis 6900 Fuß pro Minute. 6900 Fuß.
hat meine Versprechung maximal 55. Das ist noch nicht die rote Linie. Das kommt jetzt bald nass. Da müssen wir Wasserinjektoren drin haben. Die BRP steigt auf 2400. Wir haben auch höchste RPM, die geht. Das können wir auch nur bis 5000 Fuß mitmachen, den ganzen Spaß. Und wir kommen auf meine Versprechung auf 59,5. Das ist die letzte rote Linie. Wir sehen wieder die Meter Power, wie vorhin kurz gezeigt in der Chart. Das ist so ein Standardwert. Plus, minus 1,5, wie man so schon sagt. Nimmt sich nicht viel, ist aber funktioniert ganz gut. Bis 9700 Fuß kann man Meter fliegen. Bis 16.500 kann man Meter auf High Power fliegen, das geht. Da sieht man, dass ich jetzt auch so der Punkt, Low und High, noch 10.000 Fuß. Kann man den Auxiliary Blower noch zuschreiben. Wie gesagt, ich habe den Flug ohne den gemacht. Streiten sich so ein bisschen die Geister. Ich glaube, laut Liste müssen wir wirklich den High Auxiliary Blower einschalten. Habe ich jetzt nicht gemacht. Je nachdem, wie man es halt will. Und meine Augen, das geht auch ohne. Also ich habe hier nochmal die Teilkraftdaten. Haben wir kurz gesehen, das war ja, wie gesagt, das war hier so eine schöne Zusammenfassung, einfach gewisse Standardwerte. Die kann man sich ganz gut richten, aber wie gesagt, die Maschine nach Zahlen zu fliegen, das funktioniert nicht. Das habe ich zwei, drei Mal probiert. Da simuliert PMD in der Richtung nicht gut genug. Hier sehen wir nochmal, je nach Höhe, Ziellevel bis 4000 Fuß. Und je nachdem, wie die Temperaturen sind, die Takeoff-Leistungen. Bei 30 Grad wird das dann auch schon, kommen wir schon gut und gemütlich an die 60 Grad dran. Bei nassen Takeoff. Trockenen Takeoff bleiben wir bei 51,0. Saublauer 2800, das ist also quasi auch die Einstellung, wie der Supercharger ist, also die Gearwandler sind. Dann gehen wir, wie gesagt, in diesen schönen Mito-Tower-Bereich rein. Das wäre quasi der nächste Schritt dann. Ist immer ein bisschen eigen. Für weitere Climbs, also wenn man dann sagt, okay, ich brauche jetzt hier nicht die maximale Power, was geht, gibt es sogenannte Climb-Tabellen. Hier sieht man 1400er Climb. Das sind schon relativ starke Leistungen, also es ist die stärkste Leistung, die man haben kann. Also es gibt dafür immer zwei Charts, die 1400 und die 1100er Chart. Also je nachdem, wie die Climbrate ist, 1400 Fuß pro Minute. Sieht man hier die zugehörige Manifold Pressure, zugehörige Temperatur, bei zugehöriger RPM, bei zugehöriger BMAP im PSI und den Treibstofffluss entsprechend. So, wir haben jetzt auf 14.000 Fuß. Aber bei einem 1100er, die sind, wir gehen mal hier in den Bereich rein, 1400. Man sieht, laut der Tabelle konnten wir auch gemütlich im Laublauer bleiben. Vielleicht hätten wir den Supercharger zuschalten müssen, ab 1600, aber wir waren wunderbar in diesem Bereich hier gewesen, bis etwa 0 Grad. Hätte man schon eigentlich zuschalten können oder müssen. Nimmt sich jetzt nicht viel. Das wäre der Climb gewesen, 1200 bei 490. Man sieht ganz gut, die ganzen Zahlen sind da, man kann es nutzen, wenn man will. So. Cruise Flight. Thema für sich. Ich weiß wirklich, das ist ein Thema für sich. Ihr seht, das Highblower, Lowblower, da unterscheiden sich die Geister. Deswegen, wir waren auf 140 und das fliegt irgendwie auf Lowblower. Wenn wir höher geflogen wären, hätte ich den Highblower gehabt, aber wie gesagt, da streiten sich die Geister, ob man die Mito-Angaben da mitnutzt mit den High- und Lowblower. Was wir hier sehen, ist eine sehr gute Zusammenfassung. Wir haben hier die Höhen fürs Cruising Level. Für alle Gewichte, die wir haben, allgemein zusammengefasste Triebwerkseinstellung. Das ist ein sehr grober Mittelwert. Der Einstellung, also letztendlich RPM, die BMAP,
also bei größeren Zylinderformen wird er an der B-Map eingestellt statt an den Manifold Pressure. Und den Treibstofffluss sieht man den zugehörige Zeit bis etwa 4700 Pfund die Stunde verbrannt sind, beziehungsweise 5000 Pfund die Stunde, wenn ich mich jetzt im Kopf nicht irre. In unserem Fall hätten wir nach 2 Stunden hätten wir etwa fast 5000 Pfund Treibstoff verbrannt. Nach 2 Stunden. 2,5 Stunden. Die Dias gibt letztendlich die Indicated Airspeed an. Also um die 189, 190. Wir waren ein bisschen flinker gewesen. Um die 200 sogar am Ende. True Airspeed 240 rum. Hätten wir erreichen können. Also das ist quasi das, was der ATC sieht. Das hat auch gepasst. Also wir hatten auch die 240er Groundspeed, das war nicht ganz gut. Und hier haben wir auch nochmal eine Zeitangabe, bis wir für 4700 Pfund verbrallert haben. Und das ist jetzt auch wieder so für maximale Beladung. Wie man so schön sagt, von 9720er Crossweight bis 9200. Für niedrigere wird da schon gar nicht mehr angegeben, wie schwer der Vogel jetzt endlich leise ist, bis er quasi diese Schütze unterreicht, sondern hier werden nur noch die Geschwindigkeiten am Ende angegeben. Quasi ein sehr leichter, kaum beladener Vogel, da hätten wir schon fast die 207 Indicated gehabt mit 261 Indicated Airspeed. Also hier kann man so abschätzen, wie flink man etwa ist. Ich habe euch vorhin diese Einsaugöffnung gezeigt beim Workaround. Die ist sogar relativ wichtig. Diese saugt nämlich die Luft an für die Enteisungssysteme und die Heater Air Ducts. Und ihr seht, das wird relativ gut verteilt. Einmal sind da verschiedene Heater eingebaut. Das ist natürlich immer die Frage, okay, wie funktioniert das? Also letztendlich wird einmal ein Triebwerk mitgenutzt. Da ist ein kleiner Verbrenner dran. Damit wird der dann die Flügelspitzen geheizt, die restliche Luft geht in den sogenannten Cabin Heater. Der Cabin Heater, der ist hinter der Kabine quasi, hinter den Druckschroll angebracht, saugt quasi seine Luft an, heizt sie auf und pumpt sie dann quasi auch nochmal ins Tail rein, also Elevator und Ruder. Da wird quasi diese nicht verheizt. Und gleichzeitig pumpt es dann an die Kabine ran und heizt die Kabine. Und der Auslass CO2, also der Verbrennungsprodukt, ist quasi links unter der Maschine. Das ist mal ganz interessant zu sehen, wie das System aufgebaut ist. Dachte ich mal, deswegen tue ich sie auch mal hier mit rein. Ich hatte die PDF auch vor Ewigkeit mal erstellt. Ich kann mal gucken, wer die jetzt ist. Die ist vom 17.03.2019, also fast ein Jahr, über ein Jahr her. Was haben wir uns denn hier noch angetan? Anti-Icing-System habe ich euch erzählt. Ganz interessantes System. Was wir hier quasi einmal sehen, hier sind verschiedene Solenoid Valves. Wir haben hier unser Enteisungssystem. Anschlüsse, wo das quasi, hier ist ein Wink und hier wird das quasi verteilt. Das geht hier einmal jeweils zu den Flügen, zu den Carburetern. Die Carburetern sind ja hier oben. Der sorgt hier quasi aus den Auspuffen, dass wieder die Luft rein. Nehmen wir auch hier mit A. Schauen, typical installation of the carburetor anti-icing system. Hier vorne haben wir noch für das Windschild Arco anti-icing flow control valve. Carbon Icing Control Switch, Windschild Alkohol. Also man könnte wirklich die Scheibe quasi mit einem Enteisungsmittel besprühen. Ganz interessant, was wir hier hinten, diese graue Wand, das ist die sogenannte Firewall. Das ist bei vor allem bei diesen alten Sternmotoren noch sehr beliebte Technik. Das ist eine relativ dicke Metallwand, die soll quasi im Falle eines Brandes, wenn quasi hier der Zylinder bricht zum Beispiel, eine Treibstoffleitung wird zerrissen, dann brennt das ganze Triebwerk quasi, dann würde der Wind, das Fahrtwind quasi, das Feuer an den Flügel halten, an den Flügel sind unsere Treibstofftanks, das würde dann früher oder später zur Katastrophe führen
und ist auch früher auch einige Male zur Katastrophe geführt. Also so einige Bomber und so weiter Weltkrieg hatten öfters was mal gehabt. Flakgranate, Treibstoffleitung zerstört, kragen den Brand nicht aus und am Ende ist der Flügel quasi in Flammen aufgegangen, dann war es vorbei. Diese Wand, die schützt auch nicht ewig, die gibt einen Zeit zum Reagieren. Je nach Brandstärke hat man dann ein ziemliches Problem. Die einzige Hoffnung, die man dann haben kann in dem Moment, ist, dass man die Hydraulik, weil die Hydraulikflüssigkeit ist brennbar, die Treibstoffleitung kappt mit den Notfallhebeln und dann betet man, dass das Ding ausgeht. Wenn man ein Löschsystem hat, jagt man das auch noch hinten rein und hofft, dass das Feuer ausgeht. Geht das Feuer nicht aus, sollte man ziemlich schnell zusehen, dass man relativ flink irgendwo landet, weil ansonsten die Uhr tickt. Irgendwann ist dieser Wand nämlich durch und dann brennt der Flügel und der Treibstofftank und brennt der Treibstofftank, brennt der ganze Flügelinnenraum letztendlich und der Flügelinnenraum, das ist alles Aluminium primär. Da schmilzt bei den Temperaturen gemütlich weg, bedeutet, das gibt dann einen strukturellen Ermüdungsbruch durch das Schmelzen der Metallteile, was dazu führt, dass der Flügel sich mal eben von der vom Flieger verabschiedet und ja, Flugzeuge ohne Flügel fliegen relativ schlecht. Was wir hier nochmal sehen, ist das Carburetor Anti-Icing System. Hier kommt der Airscoop, wo die Luft reinkommt ins Triebwerk. Der eigentliche Carburetor mit den Luftfiltern und den Anti-Icing-Filtern. Und der wird quasi an dieser Stelle geheizt, da wo der Filter letztendlich sitzt primär. Weil hier kann sich Eis ansetzen, also Feuchtigkeit, und das würde dann zum Verschluss hier in diesem Bereich führen. Was ich hier habe, ist eine kleine Besonderheit. Es gibt einen aktiven Betreiber einer DC-6 in Europa. Und zwar das Red Bull Racing Team. Und ich habe bei Red Bull mal ganz blöde und lieb angefragt, sag mal, könnt ihr mir einfach mal die Checklist von euren DC-6 geben? Und ja, sie waren so lieb gewesen, sind dann mal kurz in den Flieger reingeklettert und haben sich die mal kurz rausgegriffen und haben sie mal schnell abfotografiert für mich. Und hier sieht man Pre-Flight-Checklist, Before-Start-Checklist, After-Start-Checklist, Before-Take-Off-Checklist. Also wer sie mal wirklich wie Red Bull fliegen will, Spaß. Man sieht ja auch wirklich schön, richtig schön die Kommentare drin. Before-Take-Off, Q&A-Chat, ADA-Chat, Propeller, Fully Fine, Mixer, Auto-Rich, Carpitot. Welchen Triebwerk man auf Master gestellt hat, weil das habe ich euch nicht gezeigt. Es gibt also eine Gear Control Box. Normalerweise ist Triebwerk 3 oder 2 als Master ausgewählt. Bedeutet, dieser Autosync Box versucht die RPM-Leistung der anderen Triebwerke auf dieses Master-Triebwerk anzupassen, sodass man kein Problem hat, dass ein Triebwerk schneller läuft als das andere. Mixer Rich, Carpet Cord, Cabin Warning Given. Departure Briefing Give, Transponder On, Guest Lock Off, Flight Controls Full and Free, Cowflat Set On 3, P2 Scoop Heater Is On und dann geht's ja auch After Take Off Gear Up in Neutral, Flaps Up. Also hier sind richtig schön die Daten festgehalten, Landing. ADI, Read, Dry. Was ADA war, ich dachte, vergessen wir hier da das Baum. Naja. Musikreservgang. Das sind halt wirklich diese Standard-Checklisten, die halt Red Bull Racing verwendet. Das ist halt immer wieder ein Klassiker. Also das ist die Wasserkühlsystem. Ich habe gerade mal nachgeguckt, was das ADI ist. ADI ist das Alkohol-Wasserkühlsystem. So, was haben wir hier als letztes? Das ist das Witzigste. Wir mussten das heute kaum nutzen. Ich habe gesagt, ich war so eine Überlegung, ob wir Crossfeed nutzen. Es zeigt uns die Crossfeed Tank Fuel Management für alle Flugsituationen. Man hebt ab, immer auf Main,
no crossfeed. Nachdem der Climb abgeschlossen ist, kann man alternate trends respect engines all of alternative. Und wir hatten ja wieder den Punkt gehabt, wir hatten aber heute nicht so das Problem gehabt, hätten wir weniger früher, hätte ich das eher machen müssen. Waren nicht die äußeren Tanks, hatten weniger drin als die inneren. Dann hat man zwei, drei Möglichkeiten, was man dann machen kann. A, die inneren Tanks sind ein bisschen voller gefüllt. Kommt vor. Kann man 2 und 3 wieder auf die Main Tanks setzen, dann bleibt der off. Man sieht ja auch immer schon die roten Linien. Ich versuche mal hier ein bisschen rein zu scrollen. Ja, wo haben wir's? Gucken, ob wir hier ein schöneres Feedbild haben. Ne, haben wir leider nicht. Dann kann man das so lassen. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, wirklich am Ende, alle Alternative Tanks sind leer. Dann werden die Alternative 4 auf 0 gesetzt und man sitzt 1 und 2 und 3 und 4 jeweils auf Crossfeed. Das bedeutet, die 2 und 3 Tank, Main Tank versorgen Triebwerke 1 und 2 sowie 3 und 4 jeweils zur Landung wieder alle auf Main. Das ist bei der DC-6 immer ein bisschen eigen, man muss mal gucken, wo was, wie viel Treibstoff ist. Crossfeed ist bei diesen Maschinen etwas üblicher. Man sieht ja also auch hier die Kombination, man kann zum Beispiel auch nur aus einem Tank so eine Ship Operation, also quasi Treibstoff umpumpen bzw. Triebwerke nur versorgen. Dafür ist dieses All Engine to Crossfeed Valve da. Das wird eigentlich meistens nur in Notfall oder wirklich so in Balance-Zwecken verwendet. Es gibt sogenannte Normal Crossfeeds, das kommt vor. Wenn man zum Beispiel ein Fuel Leak suspected zum Beispiel. Dann man hat das solche isoliert, kann man zum Beispiel sagen, jetzt hier Beispiel Nummer 2. Man weiß jetzt nicht, ob der Alternative ist zum Beispiel schon leer, aber vielleicht der Main hat auch noch irgendein Leck, dann kann man hier zum Beispiel den einen auf Crossfeed setzen, das dementsprechend ausgleichen. Dasselbe geht auch hier. Das ist eigentlich hier, was am meisten vorkommt. Alle Alternative Tanks sind leer und auch die äußeren Alternative Tanks sind leer. Die inneren Main Tanks haben noch ein bisschen mehr drin. Das ist so die Standard-Einstellung, die kommt ja noch ein bisschen vor. Das sind also hier nochmal so ein kurzer Einblick in diese Datenblätter der DC-6. Ja, dieses Bild hier kann ich am meisten empfehlen. Hier nochmal ein Dank an Red Bull. Am besten mal einfach ausdrucken und Spaß damit haben. Ist immer wieder witzig, wenn man wirklich mal eine schöne Checklist haben möchte. Ich hoffe, ich konnte euch mal nochmal kurz aufklären. Wie gesagt, ich habe in das Dokument selber auch seit Ewigkeit nicht mehr so reingeguckt. Ich bin auch nicht der Meister dieser Maschine. Es gibt definitiv auch Leute, die die Maschine besser fliegen können als ich. Bei Weitem besser fliegen können als ich. Und die Zahlen auch bei Weitem besser im Kopf haben. Ich fliege einfach viel zu viele Maschinen kreuz und quer durch den Garten. Meine Hoffnung ist, weil es leider nicht sehr viele Tutorials zur DC-6 gibt, dass ich euch damit so ein bisschen helfen konnte, die Maschine in die Luft bekommt und mit dieser Maschine viel Spaß haben könnt. Ihr könnt sie bei The Book fliegen, wie auch mit diesen Zahlen. Ich habe euch mal die nötigen Zahlen alle rausgesucht. Ihr müsst es aber nicht. Also, ihr seht das, ihr könnt sogar die Maschine mit abgeschalteter Hydraulik, wie es mir jetzt heute passiert ist, fliegen und die Hydraulik-Systeme wie Klappen funktionieren trotzdem und Fahrwerk. Also eigentlich eine Sache der Unmöglichkeit. Das Fahrwerk hätte ich gar nicht reinbekommen mit deaktivierter Hydraulik, aber ihr seht ja, hat funktioniert. Immer wieder problematisch. Sollte nicht sein, ist aber. Die Maschine ist nicht super simuliert, das ist auch ein. Das war auch, glaube ich, nicht das PMDG-Main-Team gewesen, das war ein extra eingestelltes Team von PMDG, die diese Sachen gemacht haben. Und die haben ursprünglich für die DC-6 für X-Plane, ich glaube, die war für X-Plane 10 ursprünglich designt. Und wie ihr seht, das funktioniert immer ganz gut, bis zu einem bestimmten Punkt.
Ja, haben das, glaube ich, für ein X-Band 10 geportet für die FSX P3D-Gemeinde. Da war sie relativ beliebt. Sie soll jetzt auch nochmal für FS2020 anscheinend dann rauskommen, angeblich. Aber bei PMD bin ich damit leider sehr vorsichtig geworden. Der Entwickler ist mir da so ein bisschen ein paar Sachen unsympathisch. Aber naja. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch da auch einmal groß helfen. Wie gesagt, ich bin auch nicht perfekt, ich habe auch mal ein paar Fehler gemacht. Die Maschine ist in dem Bereich doch sehr gut verzeihend. Macht sehr viel Spaß zu fliegen, vor allem von Hand zu fliegen. Und ich hoffe, ich konnte euch heute einen sinnvollen, guten Beitrag leisten. Und ihr kommt ein bisschen klarer mit der Maschine als vorher. In dem Sinne wünsche ich euch nun endgültig dabei. Und ich gebe jetzt über an die Auto. Und an dieser Stelle möchte ich mich noch einmal verabschieden von allen Zuschauern. Danke, dass ihr heute zugeguckt habt. Und ich hoffe, ihr schaltet auch mal bei ein paar meiner Livestreams zu, die ab und zu mal stattfinden. Als auch bei meinen YouTube-Videos. Ab und zu gibt es dann mal nette Trip-Reports, auch wenn es in der Corona-Zeit aufgrund Materialmangels etwas schwierig wird. Aber ein bisschen noch auf Lager. Mal sehen, wenn ich die Zeit habe, die auszuwerten. Und danke, dass ihr heute zugeguckt habt. Solltet ihr Anregungen haben oder Fragen, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis die Tage.